Hallo und herzlich willkommen zu Nightcrow, eurem neuen Podcast über Filme und so weiter und so fort. Mein Name ist Jens. Ich begrüße euch heute mal als Erster in dieser ersten Sendung, Premiere also heute. Ich bin nicht allein. Bei mir ist auch noch der Christoph. Sag mal schön Hallo. Hallo zusammen. Damit du deine Gage auch verdienst. Ja, hallo, ich bin der Christoph. Ich bin neben Jens sowas wie ein, ich nenne es mal Co-Moderator. Ich hoffe, dass wir zusammen euch erfreuen können mit diesem Podcast. Und wie Jens schon sagte, unsere Themen erstrecken sich über Superheldenfilme, auch Science-Fiction-Filme und natürlich noch Movies aus anderen Genres. Genau. Ja, ebenfalls begrüßen wir heute den Dennis. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Jungs, wie geht's euch? Ich bin Dennis. Freue mich, dass ich hier bin. Wir haben heute einfach mal ein Programm von drei Filmen zusammengestellt. Wir werden heute uns zum Beispiel Fluch der Karibik widmen, dem allerersten Batman-Film von 1989. Dann werden wir uns noch Captain America widmen. Oh, guck's an, Captain America habe ich ja jetzt ganz vergessen. Ich finde, jeder sollte sich jetzt einfach selbst mal vorstellen. Christoph hat schon ein bisschen was über sich gesagt. Vervollständige doch einfach mal so ein bisschen dein Profil, Christoph. Ja, also gerne doch. Also wie gesagt, ich bin der Christoph. Meine absolute Leidenschaft ist das DC-Universum, unter anderem Batman und Green Lantern. Da bin ich ein riesen Fan von. Ja, wie gesagt, mein Steckenpferd an und für sich ist der Dunkle Ritter. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Comicleser, auch ein Videospiel-Nerd, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, ich denke, ich kann insbesondere zu DC-Verfilmungen eine Menge beisteuern. Und ja, ich freue mich schon, wenn es dann gleich losgeht. Dennis, erzähl doch mal ein bisschen einfach was über dich. Wie fange ich denn am besten an? Also ich bin auch begeisterter Comic- und Filmfan. Meine Leidenschaften sind eher auch so auf Batman. Habe auch eine ziemlich große Comic-Sammlung von Batman. Bin auch leidenschaftlicher Zeichner. Zeichne auch selber Comics und Illustrationen zu Superhelden oder Fantasyhelden. Vor allem zu Masters of the Universe. Alles Weitere werden wir dann sehen in den nächsten Tagen. Ja, und ein bisschen was zu mir. Also mein Name ist Jens. Ich bin leider schon 35 Jahre alt. Meine Leidenschaft sind Superheldenfilme an und für sich, generell auch Actionfilme. Und ich scheue auch nicht davor zurück, mir andere Filme anzugucken, wie zum Beispiel Kein Ohrhasen oder Jenseits von Afrika. Und wo ich natürlich nicht alles toll finden muss, aber ich finde, man sollte schon mal gewisse Dinge gesehen haben, bevor man sich ein Urteil darüber erlauben kann. Da würde ich einfach mal sagen, wir haben eigentlich genug über uns erzählt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Film, und zwar eine richtige Größe. Also Batman von 1989, Michael Keaton und Jack Nicholson in der Hauptrolle. Also ein Wahnsinnsfilm, der einen unglaublichen Erfolg gehabt hat. Und glaube ich auch sogar Jack Nicholson die bisher sogar größte Gage eines Schauspielers in Hollywood eingebracht hat. Ja, was kann man über diesen Film sagen? Erstmal, glaube ich, fangen wir mal mit der Handlung an. Und da bitte ich Christoph, sag uns doch einfach mal, was ist denn da geschehen? Also, der erste Batman-Film ist, wie du bereits sagtest, Jens, von 1989. Regie führte damals Tim Burton. Und ja, also im Großen und Ganzen geht es darum, dass in Gotham City der Dunkle Ritter das erste Mal auftaucht und der Unterwelt quasi einen Schrecken einjagt. Niemand weiß genau, wer dieser Batman überhaupt ist, wo er herkommt. Und besonders dann, das spricht sich natürlich rum in der Unterwelt. Und aufmerksam wird darauf auch natürlich die Unterweltgröße Carl Grissom. Dieser entsendet dann seinen Handlanger Jack Napier, um Dokumente wieder an sich zu bringen, die er in einer Chemiefabrik, die den Namen Access Chemicals trägt, wieder zu beschaffen. Dort wird er allerdings in eine Falle gelockt, eben von Carl Grissom, weil dieser erfahren hat, dass Jack eine Affäre mit seiner Geliebten hat. Just in diesem Augenblick taucht auch Batman auf und versucht dann natürlich, Jack zu stoppen. Dabei kommt es zu einer Konfrontation mit dem Dunklen Ritter und Napier stürzt in einen Chemikalienbottich. Diese Chemikalien sorgen dann letztendlich dafür, dass seine Haut ausbleicht, seine Haare grün
grün gefärbt werden und sein Gesicht zu einem ewigen Grinsen geformt wird. So gesehen ist natürlich klar, der Joker ist geboren und er zieht dann auch gleich direkt los, um Gotham City in Panik zu versetzen. Dazu entwickelt er zum Beispiel ein spezielles Gas, das nennt er Smilex, und vergiftet auch Schönheitsprodukte in Gotham City, die dann letztendlich seine Opfer, ja, so ein typisches Joker-Grinsen ins Gesicht einbrennen. Batman versucht dann natürlich, den Joker aufzuhalten, kommt auch dahinter, welche Produkte er vergiftet hat. Mithilfe der Reporterin Vicky Vale veröffentlicht Batman dann diese Erkenntnisse über die vergifteten Schönheitsprodukte. Der Joker ist natürlich davon nicht sehr begeistert und fordert dann Batman in einem öffentlichen Interview dazu auf, seine Maske fallen zu lassen und ja, letztendlich gegen ihn anzutreten. Batman erkennt dann in diesem Augenblick, wer der Joker eigentlich wirklich ist, nämlich der Mörder seiner Eltern, Jack Napier. Batman zieht dann los und sprengt die Axis Chemicals Fabrik in die Luft, wo der Joker seine ganzen Chemikalien produzieren ließ. Es findet dann eine 200-Jahr-Feier statt in Gotham City, wo der Joker auch anwesend ist und ganz viel Geld in in das anwesende Publikum wirft. Der Joker verfolgt aber allerdings einen anderen Plan, nämlich er will diese 200-Jahr-Feier dazu nutzen, um die Bevölkerung von Gotham City zu vergiften. Batman durchschaut den Plan aber und es gelingt ihm auch letztendlich, den Joker von seinem Vorhaben abzubringen. Er beschließt nun auch, den Joker zu töten, indem er mit dem Batwing auf ihn zufliegt und versucht, ihn ja quasi abzuschießen. Der Joker, er trifft den Joker aber nicht und der Joker schafft es, das Batwing abzuschießen und entführt Vicky Vale in die Kathedrale von Gotham City. Batman verfolgt ihn und es kommt zum großen Showdown, wobei der Joker letztendlich ja unterlegt und von Batman, ja, man muss es so sagen, Batman tötet den Joker eigentlich, denn als dieser fliehen will, befestigt Batman mit einem Batarang eine Steinskulptur, so einen Wasserspeier an ihn und ja, dieser ist letztendlich dafür verantwortlich, dass der Joker in die Tiefe stürzt und stirbt. Also das ist natürlich jetzt ganz grob wiedergegeben. Klar, also ich sag jetzt einfach mal, das ist jetzt wirklich ganz, ganz grob zusammengefasst. Natürlich passiert in dem Film noch viel, viel mehr. Aber wie gesagt, also Leute, ich denke mal, jeder kennt den Film und jeder hat den Film auch gesehen. Von daher denke ich mal, man weiß im Grunde genommen, was passiert. Also wie gesagt, eine ganz, ganz grobe Wiedergabe des Streifens. Naja, das, was man noch so erwähnen sollte, ist, dass der Joker sozusagen am Anfang, also da, wo er noch Jack Napier ist, schießt er dann noch Batman und Batman pariert ja den Schuss irgendwie so und dann kriegt er die Kugel ja sozusagen wieder ins Gesicht, ne? Und dadurch werden ja seine Gesichtsnerven durchtrennt, was so auch ein Grund dafür ist, dass dieses Grinsen, ne, wie es, dass sein Gesicht nicht sozusagen zu seiner grinsenden Maske erstarrt ist, dass das sozusagen die Folge durch den Schuss ist, den er abbekommen hat. Ne? Er wird ja dann später dann von Chirurg da wird er operiert. Ne? Ja, guter Punkt. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass das durch den Schuss passiert. Weil ich persönlich orientiere mich da auch so ein bisschen an das Comic The Killing Joke, weil darauf beruht ja letztendlich diese Szene, nicht? Ja, ja, das ist schon richtig. Das ist ja auch so. Also da ist ja nie ein Schuss gefallen. Ne? Aber in dem Film ist es halt so, dadurch wird es erklärt, dass er so immer grinst. Ne? Dadurch ist es gekommen, dass er sozusagen den Schuss abbekommen hat und dadurch die Gesichtsnerven irgendwie durchtrennt wurden und dann durch die Operation ist es dann sozusagen permanent geblieben. Die Haut und das Haar wurden dann gebleicht und sind dann grün geworden. Ne? Das ist schon so wie im Comic auch. Ja gut, okay. Wie gesagt, das war mir so nicht bewusst. Also ich habe eigentlich immer nur gedacht, das liegt dann wirklich tatsächlich an den Chemikalien, weil ich ja auch mal gehört habe, dass Tim Burton sich auch diesen Meilenstein, also der Killing Joke, da als Vorbild genommen hat. Aber gut, wenn du das so sagst, macht natürlich Sinn, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, dass er nachher bei diesem Chirurgen ist, ne? Ja, also das ist in dem Comic, kommt es wirklich nicht so vor, ne? Also er hat da irgendwie keine Gesichtsoperation oder so. Wobei, ich muss sagen, mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so richtig aufgefallen. Ich habe gesehen, dass da was explodiert ist.
dass er sich vielleicht auch sogar verbrannt hat, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, und dass sein Gesicht ein bisschen geblutet hat, als er da über diesen Säurebottich gehangen hat. Aber dass das seine Nerven getroffen hat, wurde da nicht so richtig klar. Naja, gut. Also der Joker schießt auf Batman und Batman pariert den mit diesem Armschutz, was er am Unterarm hat, pariert er den Schuss und der prallt ab und der kriegt den sozusagen wieder zurück. Ja, generell jetzt mal so, der Film an sich ist ja wirklich unglaublich erfolgreich gewesen. Ich habe den Film, glaube ich, irgendwann um 91, 92 rum gesehen und als Kind war ich wirklich unglaublich beeindruckt von diesem Film. So im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es eine der besten Superhelden-Verfilmungen, die ich je gesehen habe. Was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist halt Jack Nicholson, der als Joker einfach unglaublich war. Der hat ja auch, glaube ich, eine Supergage gekriegt von circa 60 Millionen US-Dollar, kann das sein? Und ist auch noch an dem Franchise beteiligt. Ja, richtig. Jack Nicholson war ja so intelligent und hat damals gesagt, Leute, wenn ich für euch den Joker spielen möchte oder soll, dann möchte ich ganz gerne noch Tantiemen haben. Und zwar für jedes Merchandise-Produkt, was ihr verkauft. Und da man Jack Nicholson wirklich für diese Rolle haben wollte, hat man ihm diese Gage zugesagt. Also es ist wirklich so, dass Jack Nicholson bis heute die höchste Gage für einen Film bekommen hat. Und das war eben für Batman. Der ist so unglaublich, finde ich. Also ich glaube, bis heute ist das auch ungebrochen. Naja gut, ist halt die Frage, was von diesen 60 Millionen jetzt wirklich Gage war und was halt an Tantiemen jetzt drauf kam. Das habe ich versucht bei Wikipedia nachzulesen, steht jetzt im Einzelnen nicht dabei. Ja gut, das ist natürlich die Frage, ne? Also was jetzt davon die Gage war und was davon Tantiemen war, das weiß ich jetzt so aus dem Stegreif auch nicht. Aber ist ja auch Schnuppe, ich meine, Jack Nicholson kann es ja egal sein. Also er hat ja sein Geld gekriegt und wie gesagt, das war ja ein Spitzendeal, den er da gemacht hat, ne? Du sagtest gerade, er wäre die erste Wahl gewesen. Ich habe aber gelesen, dass Tim Curry und Robin Williams auch die Rolle spielen sollten. Ja, das ist in der Tat sehr witzig. Robbie Williams war nicht geplant für die Rolle. Robin. Richtig. Nicht das dieses Unterwäschemodel, was sich Sänger nennt. Ja, das war jemand anderes, richtig. Nein, Robin Williams war nicht für die Rolle geplant, sondern er hat gehört, dass man vorhat, Batman zu verfilmen. Und er wollte schon immer den Joker spielen und ist quasi auf gut Glück zum Casting gegangen und hat wirklich alles gegeben und versucht, wirklich krampfhaft diese Rolle zu bekommen. Und letztendlich hat man sich aber gegen ihn entschieden. Das lag wohl unter anderem auch daran, dass er halt nicht so diesen Flair hat, eine ernste Rolle zu spielen. Er ist ja doch mehr so ein, ja, ich sag mal, so ein Kinderstar, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, deswegen hat er die Rolle dann letztendlich auch nicht bekommen. Obwohl, für Batman haben die auch am Anfang, wollten sie Mel Gibson oder Pierce Brosnan wollten sie auch nehmen. Boah, ja, ey, hör bloß auf, ey. Also ich sag, Mel Gibson oder Pierce Brosnan hätte jetzt nicht so gut gepasst. Ich meine, mit Michael Keaton habe ich auch so ein bisschen Probleme, weil er wirklich nicht dieses, sagen wir so, der ist nicht gerade der Größte, ne? Aber so schauspielerisch passt er eigentlich ganz gut da rein. Ja, es war ja damals auch, glaube ich, eine Kontroverse, ne? Dass die Medien gesagt haben, oh mein Gott, wie kann man einen Comedian in solch eine Rolle stecken? Also habe ich irgendwo mal gelesen. Ich wollte nochmal auf diese Geschichte da mit Robin Williams zurückkommen. Also es gibt schon ernste Rollen, die er spielen kann. Also ich würde nicht sagen, dass man ihn nur auf seine Comedy-Rollen zurück beziehungsweise beschränken kann. Zum Beispiel Zeit des Erwachens war ja jetzt kein Comedy-Film und da hat er eigentlich sehr gut gespielt. Hat den einer von euch gesehen, Zeit des Erwachens? Leider nicht. Nee. Nein, lief gestern auf ARD, glaube ich, im Nachtprogramm. Und ist ein sehr guter Film. Sollte man sich mal angucken. Aber gut, wir reden ja jetzt hier nicht über Robin Williams, sondern über Batman. Was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist an diesem Film, und das sind im Grunde genommen nur zwei Dinge. Das ist zum einen rückwirkend betrachtet das Ende, weil so viele Superheldenfilme über die Jahre jetzt, die gekommen sind, im Grunde genommen das gleiche Ende haben. Nämlich, wo der Bösewicht getötet wird. Und diese Art und Weise, ehrlich gesagt, geht mir ein bisschen auf den Keks. Und ich muss sogar sagen, dass
ich sehr traurig darüber war, dass Jack Nicholson als Joker im Film sterben musste. Und auch diese Verbindung, sag ich mal, mit den Eltern von Batman bzw. Bruce Wayne, die hätte es auch nicht gebraucht, weil, also da bin ich ja kein Comic-Experte, ihr seid diejenigen, die Batman aus den Comics herkennen. Das ist ja in den Comics nicht so, dass Jack Napier, der ja auch diesen Namen Napier nicht hat, ne? Das kommt drauf an. Also es gibt schon Comics, wo der Name Jack zumindest erwähnt wird als wahrer Name des Ja, Jokers. ich habe ja gesagt Napier. Also Napier, den hatte er nicht. Den hatte er ja wirklich nicht. Das stimmt schon. Wobei in der Animated Series zum Beispiel wurde der Realname des Jokers auch als Jack Napier genannt, aber das war halt nur, um halt einen Bezug oder so einen kleinen Easter Egg zu dem Film zu schaffen. Aber letztendlich muss ich dir recht geben, in den Comics ist es natürlich anders. Da war es so, dass Bruce Waynes Eltern von einem Straßenräuber, Joe Schill, ermordet wurden. Und und er dann letztendlich da durch dieses traumatische Ereignis zu Batman wurde. In dem Film, ja gut, da haben sie halt diese Verbindung geschaffen. Ich finde das aber gar nicht mal so schlecht, dass sie das gemacht haben. Weil so hast du ja wirklich diese tiefe Verbindung zum Joker und zu Bruce Wayne halt, ne? Und deswegen kann man auch irgendwo verstehen, dass er halt einen sehr großen Groll gegenüber diesem Mann hegt. Also von daher, das fand ich eigentlich ganz geschickt gelöst von Tim Burton. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dennis, aber ich fand das eigentlich ganz gut gemacht. Naja, sagen wir so, da bin ich eigentlich so der Meinung von Jens. Also ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Das war jetzt irgendwie noch so ein bisschen so Öl ins Feuer gießen. Und ja, ob es jetzt den Anstoß. Ich hätte das nicht gebraucht. Also, das war mir dann ein bisschen alles zu glatt. Ne, irgendwie. Ja, es ist ja auch diese Szene so, ich muss dich töten. Ja, ich weiß nicht, brauche ich nicht. Also, es ist ja nicht nur so, ich sagte ja auch rückwirkend betrachtet. Damals hat es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht so gejuckt, da ich da auch die Comics nicht kannte und bis heute nicht. Jetzt rückwirkend betrachtet ist dieses Stilmittel einfach zu oft genommen worden. Bei Spider-Man, X-Men und was weiß ich, wo man es überall genommen hat. Es ist einfach zu oft schon vorgekommen. Deswegen hätte es da ganz ehrlich gesagt auch gar nicht gebraucht. Was mir ehrlich gesagt auch auf den Keks ging, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ist, dass der Joker sterben musste. Natürlich wäre Jack Nicholson als Joker für den zweiten Teil nicht in Frage gekommen. Ich glaube, das wäre zu viel des Guten gewesen. Aber für einen möglichen dritten Teil wäre er als Joker mit Sicherheit nicht schlecht gewesen. Wieder als Gegner. Joker ist nun mal der Gegner von Batman schlechthin. Ja, also dem Punkt muss ich dir teilweise recht geben. Also es ist ja so, dass Batman seine Gegner eigentlich nicht tötet. Das ist ja eine seiner goldenen Regeln. Und man hätte es vielleicht auch so machen können. Es gibt ja das Arkham Asylum, wo halt Batman seine ganzen Gegenspieler hin verfrachtet, wo sie dann halt in Anführungsstrichen, sage ich mal, therapiert werden sollen. Man hätte es ja so machen können, dass der Joker eben geschnappt wird und dann wird er halt ins Arkham Asylum gebracht und dann hätte man vielleicht, was weiß ich, im zweiten oder dritten Teil so einen kleinen Easter Egg einbauen können, wo man den Joker in seiner Zelle sieht oder sonst irgendwas, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, klar. Aber ich finde das eigentlich für den Film an sich, oder ist es eigentlich in sich schlüssig? Also von daher, auch wenn es jetzt nicht comic-konform ist, finde ich das eigentlich für den Film, ja, eigentlich akzeptabel. Was haltet ihr denn jetzt generell von Vicky Vale? Ich komme mit dieser Frau überhaupt nicht klar. Sie basiert aber auf den Comics, ne? Die gibt es wirklich im Comic. Die gibt es wirklich, richtig. Vielleicht liegt es auch an Kim Basinger, ich weiß es nicht. Ich finde, Kim Basinger ist eine nicht unbedingt sonderlich gute Schauspielerin. Da mögen mir jetzt vielleicht einige widersprechen, aber sie kam mir sehr kalt rüber, so völlig talentfrei. Ich weiß ja nicht, ob Vicky Vale jetzt, ich sag mal, aus den Comics her so angelegt werden musste, aber ich habe im Vergleich zu ihren anderen Filmen keine Charakterentwicklung irgendwie gesehen, keine Mimik, die ich nicht von ihr kenne, wobei sowieso generell wenig Mimik bei Kim Basinger ist. Zum Beispiel auch aus James Bond, wo sie ja das Bond-Girl gegeben hat. Das ist für mich ein und dasselbe, was sie da spielt.
Also ich fand, so für die Rolle war es eigentlich okay. Also das war jetzt wirklich nur so ein Randcharakter irgendwie. Ja gut, aber es muss ja einen Grund gehabt haben, dass sie für den zweiten Teil gestrichen haben. Den Grund kann ich dir sogar nennen. Der Grund liegt nicht daran, dass man mit ihrer schauspielerischen Leistung unzufrieden war, sondern es lag einfach daran, dass Tim Burton von sich aus selber gesagt hat, dass er seinen ersten Batman-Film als misslungen bezeichnete. Und deswegen wollte er eigentlich nochmal quasi von null beginnen. Also er hat zwar nicht ganz bei null wieder angefangen, aber er hat halt deshalb gewisse Charaktere rausgestrichen. Unter anderem Vicky Vale. Es war auch noch geplant, dass noch was über den Joker enthüllt werden sollte im zweiten Teil. Das hat er auch gestrichen. Dann natürlich Harvey Dent. Den hat er rausgestrichen. Und noch viele, viele andere Gegebenheiten. Also es lag nicht daran, dass Kim Basinger eine schlechte Performance abgegeben hat. Ja, du hast gerade angesprochen, Billy Dee Williams wurde, glaube ich, aber nicht von Tim Burton gestrichen, sondern von der Filmfirma, kann das sein? Der hatte doch auch, glaube ich, einen Vertrag mit denen über, glaube ich, die nächsten zwei, drei Filme und sollte im zweiten wieder ein bisschen aufgebaut werden und im dritten sollte er dann eigentlich, was ja dann Tommy Lee Jones gewesen ist, sollte er den Two-Face geben. Ja, richtig. Das war so geplant. Also man hatte ihnen wirklich einen Vertrag angeboten über die ersten drei Filme und er sollte im zweiten Teil tatsächlich zu Two-Face werden. Das hat man dann allerdings dann geändert. Ich weiß nicht, inwiefern das nur von der Produktionsfirma ausging oder inwiefern da auch Tim Burton Mitspracherecht hatte. Aber er wurde dann tatsächlich dann ja quasi rausgekickt, sage ich jetzt mal. Dafür hat man ihm dann halt eine Abfindung gezahlt und das war es dann für Williams gewesen. Also viele Fans haben sich ja darüber echauffiert, dass Billy Dee Williams von einem Farbigen gespielt wird. Also gut, okay. Du Der ein. meintest, Billy Dee Williams spielt einen Farbigen. Ach, scheiße. Ja, das ist live, liebe Filmfans. Ja, ich fange noch mal an. Ja. Okay. Also, bitte gerne mit Profis. Ja, richtig. Nein, okay, ich fange dann nochmal an, ja? Jawohl. Ist es euch genehm? Ja, oh, bitte. Also, viele Fans haben sich ja darüber echauffiert, sag ich mal, dass Harvey Dent von einem Farbigen gespielt wird. Ja, gut, klar, in den Comics ist Harvey Dent natürlich ein Weißer, aber gut, man muss ja nicht immer so kleinkariert sein, nicht? Also, ob das jetzt ein Farbiger ist oder ein Weißer, ist eine Jacke wie Hose. Also ich persönlich hätte es auch gut gefunden, wenn sie den Charakter so weiterhin aufgebaut hätten und dass er dann wirklich am Ende zu Two-Face wird. Aber gut, da ist leider nichts draus geworden. Schade eigentlich, aber wie gesagt, ich hätte es gerne gesehen. Naja, in dem Film war das ja auch irgendwie auch ein ziemlich unbedeutender Charakter. Also der ist auch irgendwie so ein bisschen da. Er hat zwar gesagt, er räumt da auf, aber von ihm ist ja auch nichts gekommen. Ne? Also, Stimmt, da man wusste ist. ja schon irgendwie so Harvey Dent, ne? Der Oberstaatsanwalt, der räumt auf und so wie es in den Comics war ja bei denen gar nicht so der Fall. Ne? Also er ist ja da nicht großartig in Erscheinung getreten. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja in The Dark Knight, ist das ja wirklich sehr stark rübergekommen. Da hat Batman ja auch richtig auf ihn gesetzt. Also da kam das viel, viel besser rüber. Ja, für The Dark Knight haben sie ja auch das Comicbuch The Long Halloween verwendet, wo die Geschichte ja genauso wiedergegeben wird. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob Tim Burton jetzt gesagt hat, okay, pass auf, für den zweiten Teil greife ich mir auch dieses Comicbuch raus und bastel mir das auch so zusammen, dass dann halt Commissioner Gordon, Harvey Dent und Batman zusammenarbeiten, um letztendlich was weiß ich, ein Psychopathending festzumachen, ne? Das hätte man ja dann so aufbauen können. Im ersten Teil ist es ja so, dass das Hauptaugenmerk eigentlich nur klar auf den Joker liegt. Es ist ja wirklich so. Ich meine, selbst Bruce Wayne wird ja vernachlässigt in dem Film. Das merkt man ja schon daran, dass selbst so Reporter wie Vicky Vale und Alexander Knox, die wissen gar nicht, wer das ist. Gut, das ist auch so ein Kritikpunkt an dem Film, wo ich sage, ja, okay, vielleicht hätte Tim Burton sich nicht zu stark auf den Joker konzentrieren sollen, sondern auch den Charakter Batman ein bisschen ausarbeiten können. Aber letztendlich gebe ich auch Dennis recht, dass Harvey Dent da so auch ein bisschen untergeht. Er hat zwar so zwei, drei Szenen, wo er mal was sagt und ja, aber letztendlich geht der Charakter dann auch schon
der Handlung unter, das stimmt schon. Das ist genauso mit dem Commissioner, ne? Er geht da auch ein bisschen unter. Ne? Also, das ist wirklich so, der Star in dem Film ist wirklich der Joker, ne? Eigentlich, wenn man es so nimmt. Aber ich meine, mal davon abgesehen, dass man ja irgendwann wusste, okay, die Reihe wird eine Fortsetzung haben, beziehungsweise der Film wird eine Fortsetzung haben, finde ich, hätte Michael Keaton auch gut drauf verzichten können, beziehungsweise kann ich das gut verschmerzen, denn im zweiten Teil hat er noch mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und Batman, ja, was willst du da großartig drüber sagen? Ich meine, er wird zu Batman aufgrund seiner Vergangenheit in Ordnung. Er wird zu einem Verbrechensbekämpfer. Ja, was willst du denn da großartig noch rauskitzeln? Ja, man hat da ja zum Beispiel auch die Liebesgeschichte zwischen Batman und Vicki Vale. Und ich finde, es reicht, was an Story von ihm rüberkommt. Ja, aber das kannst du so nicht sehen, Jens. Weil, wie gesagt, Bruce Wayne ist ja schon eine Größe in Gotham City, nicht? Also er hat, wie gesagt, es gibt die Wayne Foundation, es gibt den Wayne Tower. Alles so Sachen, die halt in Gotham City bekannt sind. Und dann hast du da selbst so zwei Spitzenreporter, die nicht wissen, wer Bruce Wayne ist. Also bitte. Also das passt einfach nicht. Ja, das kam ja auch also ein bisschen seltsam vor. Ich meine, man gibt da irgendwie so einen Wohltätigkeitsball oder irgendwas. Und kein Schwein weiß, wer das ist, so ungefähr, ne? Also, das war so ein bisschen, das hat mich auch so, Fragezeichen. Also, so richtig konnte ich damit auch nichts anfangen. Ja gut, jetzt mal so im Großen und Ganzen, wie hat euch der Film gefallen? Also, um mal so ein bisschen in Richtung Ende zu kommen, denn wir haben ja eigentlich schon so die Spitzen von dem Film so durch. Was würdet ihr als Fazit geben, mal so prozentual, sagen wir mal, bis zu 100%? Ich würde dem Film eine 80 geben, 80%. Ja. Ich finde einfach, dass Jack Nicholson als Joker war einfach genial. Von der Action her war das auch gut. Und zwar klar, ein paar kleine Schwächen drin, aber das ist jetzt auch nicht so, wo man sagt, naja, okay, nicht der Rede wert eigentlich. Ja, was würde ich dem Film geben? Also ich bin da, der Film hat mir an und für sich sehr gut gefallen, keine Frage, ist einer der besten Batman-Verfilmungen überhaupt. Mich stören allerdings so ein paar Kleinigkeiten an dem Film. Das ist zum einen, wie ich vorhin sagte, dass der Charakter von Bruce Wayne mir zu kurz kommt, da hätte man zumindest noch ein bisschen was mehr erzählen können. Andere Sache ist, dass der Joker mir im Verlauf des Films ein bisschen zu albern wird. Also er wirkt dann so ein bisschen, als ob wie so ein Koala-Bär auf Speed, sag ich mal. Ne? Ja, das ist doch eigentlich genau das, was den Joker auszeichnet. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, aber ich weiß nicht, dieses Rumgebalze von ihm, das nervt mich so ein bisschen. Also, dass er dann unbedingt Vicki Vale erobern möchte und ich weiß nicht. Und dann hast du noch hier diese Musikeinlagen von Prince und dann wirkt er wie so eine Pop-Ikone und dann da rumhampelt und so, ich weiß nicht. Ich finde, das passt nicht so wirklich ins Profil. Aber okay, das ist nur eine Kleinigkeit. Das ist wirklich nur eine Randnotiz. Genau, das fand ich nämlich richtig cool da, wo er dann im Museum richtig abgeht. Das fand ich eigentlich so eine der besten Szenen im Film eigentlich. Okay, ich bin da anderer Meinung, aber jedem seine Meinung. Okay. Wie gesagt, also mir persönlich hat es aber nicht, ich fand es nicht ganz stimmig, aber ist okay. Wie gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Logikfehler, wie was weiß ich, der Joker geht mit Vicki Vale rauf zur Kathedrale, die beiden sind alleine und auf einmal sind die ganzen Handlanger von Joker da, wo ich mich immer gefragt habe, wie kommen die denn da rauf? Habe ich mich auch gefragt. Ja, aber wie gesagt, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Film, wo keine Logiklücken drin sind. Also von daher ist das auch okay. Einen Charakter möchte ich ganz gerne noch hervorheben, den wir noch nicht besprochen haben, und zwar ist das Bob the Goon. Gespielt von Tracy Walker. Also den fand ich wirklich herrlich in der Rolle als rechte Hand des Killer-Clowns. Ansonsten, wie gesagt, Dory ist sehr gut. Alles ist eigentlich in sich schlüssig, passt. Der Joker als Charakter, wie gesagt, teilweise ein bisschen überdreht, aber sonst war das auch eine Spitzenleistung von Jack Nicholson. Ich würde dem Film etwa so um die 85-90% geben. Du, dem würde ich sogar folgen. Also 85-90%. Dafür hat er tatsächlich ein paar Schwächen halt, über die man nicht unbedingt weggucken kann.
Jack Nicholson rettet das Ganze allerdings ein bisschen über die Ziellinie. Ich kann zum Beispiel auch nicht damit übereinstimmen, dass viele gesagt haben, Michael Keaton als Batman geht überhaupt nicht. Eine Kritik. Ich glaube, der Mann hat widerlegt, er ist Schauspieler und nicht nur für Komödien gut. Und letzten Endes ist es hier im Grunde genommen, solange der Schauspieler irgendwie was drauf hat, auch egal, wer unter der Maske steckt. Wichtig ist ja, wie spielt der Bruce Wayne, damit Batman ja auch bestimmte Charakterzüge kriegt. Und da war er einfach super. Was du da gerade angesprochen hast mit Bob the Goon, erstmal der Name kam, glaube ich, in dem Film überhaupt nicht vor. Oder ist nach einer deutschen Synchro? Oder? Da möchte ich kurz einhaken. Der Name Bob kommt da schon drin vor. Die Handlanger des Jokers heißen The Goons. Es gibt zu diesem Film gibt es, ich glaube, 9 oder 10 Hörspiele von der Firma OH. Das ist eine deutsche Produktion. Und da wird ihm auch der Name Bob the Goon verpasst. Ich weiß jetzt nicht, ob das im. Ich glaube, aber im Film war das auch so. Ich meine, im Abspann steht da nachher drin, also wenn die ganzen Schauspieler aufführen, Bob the Goon gespielt von Tracy Walker. Ja, wisst ihr denn, was The Goon heißt? War das nicht irgendwie was mit Spieler oder sowas? Ich weiß nicht genau. Idiot heißt es. Der was? Idiot heißt es einfach. Okay. Toll, jetzt hast du enthüllt, dass ich mangelnde Englischkenntnisse habe, aber macht ja nichts. Herzlichen Dank. Ja. Das hat doch einen Applaus verdient, oder? Ja. Ja, danke, danke. Unsere Enthüllungsjournalist hier, die schicke ich mal zu irgendwelchen Synchronsprechern. Kannst du mal was rauskitzeln? Wie kann ich das für mich persönlich jetzt abschließen mit diesem Film? Die Atmosphäre war natürlich unglaublich gut. Dass der Film sich selber ernst genommen hat, allerdings nicht zu ernst. Also dann, dass es eigentlich keine völlige Überzeichnung des Films gab. Also es gab hier und dort mal eine kleine Comedy-Einlage und natürlich alles meistens vom Joker und dann wurde der Joker meines Erachtens nach richtig, richtig gut dargestellt, was nicht nur an Jack Nicholson lag, sondern auch daran, wie er ausgelegt war, also wie er im Drehbuch beschrieben war. So, wie gesagt, Jack Nicholson ist natürlich derjenige, der den Film trägt, das ist gar keine Frage und braucht man sich, glaube ich, auch nicht drüber unterhalten. Was vielleicht so dem zweiten Teil so ein bisschen fehlt, ja, da muss man halt gucken. Aber wir können ja auch gerne in der zweiten Sendung mit dem zweiten Teil weitermachen, wenn ihr Bock habt. Ja, unbedingt. Ja, abschließend, so der Film, wie gesagt, so 85-90% ist, denke ich, ein wirklich guter Ansatz. Wie würdet ihr denn sagen, ich weiß nicht, wer von euch hat denn die Blu-ray zu Hause? Kann man die empfehlen oder würdet ihr sagen, nee, bleibt lieber bei DVD oder so? Also ich habe die Blu-ray zu Hause, kann ich das empfehlen. Also es ist ein gutes Bild, also kann man nicht meckern. Also ich habe die auch zu Hause. Jetzt haben wir dich wieder unterbrochen. Jetzt habt ihr mich wieder unterbrochen. Ja, das machen wir auch extra so. Ach so, okay. Kommst du sowieso schon genug zu Wort. Ja, Entschuldigung, ich bin, du weißt, ich bin voll in meinem Element. Ganz genau. Nee, aber ich kann es kurz machen. Ich habe die Blu-ray auch zu Hause. DVD habe ich mir nie angesehen. Die Blu-ray kann ich allerdings trotzdem empfehlen. Trotz, dass der Film von 89 ist, ist das Bild wirklich super. Und ja, der Ton, da braucht man sich, glaube ich, auch keine Gedanken drüber zu machen. Darf ich? ja. Auch wenn es muss. Okay. Nein, also ich kann mich euch beiden da anschließen. Also ich kann die Blu-ray auch empfehlen. Die ist wirklich, ich finde die sogar um einiges besser als die DVD. Also das Bild, da haben die wirklich eine Menge rausgeholt, muss ich sagen. Also Problem dabei ist nur, also ich habe zumindest so den Eindruck, dass man da ein bisschen so das Make-up von Jack Nicholson erkennen kann. Also auch quasi, dass es wirklich Make-up ist. Bei der DVD hat man das da nicht so den Eindruck. Also ist meine Meinung, vielleicht irre ich mich da ja auch, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist so leider manchmal so bei den ganzen Blu-ray-Filmen in einer hohen Auflösung. Das entzaubert das leider alles ein bisschen immer. Ne? Ja, das stimmt leider, ja. Aber dafür muss man sagen, ist der Film dann, glaube ich, auch ungeschnitten. Eine ganz berühmte Szene. Hier bitte jetzt ab 16. Das heißt also, Mütter, wenn ihr kleine Kinder dabei habt,
das ist natürlich nicht von uns, aber ich möchte es gerne mal so weitergeben. Na, Jens, der Film ist ab 12 freigegeben. Der Film ist ab 12 freigegeben, ne, dann könnte ich es ja eigentlich auch so sagen. Das ist die berühmte Szene, wo der Joker mit Bob the Goon da steht und dann coolerweise meint, ich habe Bock, einfach mal wieder zu bumsen. Bob, Telefonbuch. Das ist so geil, das ist so geil gemacht und die deutsche Synchro. Ich bin ja einer der größten Synchronisationsfans überhaupt. Und in anderen Podcasts habe ich das schon mitbekommen, wird die deutsche Synchro immer so ein bisschen zerrissen. Das Gegenteil, finde ich, ist der Fall. Die deutschen Synchros sind eigentlich mit das Beste, was es überhaupt gibt, auch hochgelobt in anderen Ländern. Und Deutschland ist ja das Synchronisationsland überhaupt. Ihr habt keine Ahnung, was aus, ich sag mal, diversen Filmen, natürlich nicht in jedem, aber in vielen Filmen, die Synchro aus einem Film herausholt. Deswegen haben wir uns einen Experten eingeladen, oder besser gesagt eine Expertin, mit der wir jetzt einfach mal über dieses Genre sprechen wollen, also den Beruf des Synchronsprechers. Und an dieser Stelle möchte ich dann einfach mal gleich unseren heutigen Stargast vorstellen. Ja, einen herzlichen Applaus an Claudia Obstadt-Mingis. Ja, hallo Frau Mingis erstmal. Oder heißt es Claudia Obstadt-Mingis? Heißt eigentlich Claudia Obstadt-Mingis, aber Claudia reicht. Ja, fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wie kamen Sie zur Schauspielerei und was führte Sie danach zum Synchron? Das ist eine fast längere Geschichte, aber genau das ist ja die Initialzündung, weil ich als junge Schülerin schon Theater gemacht habe und gesungen habe in der Band und irgendwelche, weiß ich nicht, Jazzkonzerte in der Schule machen durfte, habe ich mir halt relativ früh vorgenommen, ich will Sängerin werden und was mit der Bühne machen und habe versucht, Gesangsunterricht zu nehmen und dann haben die gesagt, also keine Chance, diese Stimme ist vollkommen kaputt, da wird sich gar nichts ändern lassen, also quasi irreparabel, überhaupt nicht für den Beruf des Sängers geschaffen und natürlich dann auch für die Bühne. Und das hat sich dann weitergezogen, dass ich als Abiturientin dann eine Schauspielschule oder mehrere Schauspielschulen die Aufnahmeprüfung gemacht habe und dann merken musste oder mir gesagt wurde, also diese Stimme, mit der können Sie nicht mal Lehrer werden, was besonders schlimm war, weil mein Vater Lehrer war. Und ich einfach lange Zeit gedacht habe, das geht gar nicht. Und habe dann im Endeffekt eine Logopädie-Ausbildung gemacht, also so eine Art Stimmbildung. Und mit der wurde ich dann geheilt, ist das falsche Wort. Also ich habe eine Insuffizienz der Stimmbänder und die hat sich nicht geändert, aber ich kann halt damit besser umgehen und wurde dann an der Schauspielschule angenommen und habe meine Schauspielausbildung gemacht und bin über diese permanente Beschäftigung mit der Stimme dann auch zum Synchron gekommen. Also dadurch, dass man immer darauf achten muss, wie benutzt man die Stimme, was macht man richtig oder falsch, dadurch habe ich einfach diese besondere Affinität zum Sprechen entwickelt und das hat sich jetzt dann auch ausgezahlt. Sie sind ja seit Anfang des neuen Jahrtausends so die deutsche Stimme von Angelina Jolie und auch Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith. Und obwohl damals schon mehrere auf diese Schauspielerinnen drauf waren, hat sich ihre durchgesetzt. Was glauben Sie, woran das gelegen hat? Also da gab es ein Probesprechen, das weiß ich noch wie heute, für diesen Film Durchgeknallt, wo damals ja schon, also die durch die Versetztheit, die dann im deutschsprachigen Raum mit dem Kinofilm ist, damals schon klar war, die wird da abräumen mit dem Film. Also ich glaube, sie hatte sogar schon den Oscar oder irgendwas war auf jeden Fall. Und ich war relativ neu in der Synchronbranche. Das heißt, ich habe 97 überhaupt meinen allerersten Satz gesprochen im Synchron. Und das war dann, glaube ich, 99, wenn ich mich recht erinnere. Also eigentlich so die Zeit, wo ich überhaupt erst angefangen habe, große Rollen zu sprechen. Und es gab ein Probesprechen, weil vorher wurde die von verschiedenen jungen Frauen gesprochen. Sie war auch sicherlich noch ein anderer Typ. Und mit diesem Film kam so die Wende. Und
da habe ich das Probesprechen gewonnen, warum auch immer. Irgendwie passte das halt. Und habe sie im Prinzip auch dann ab diesem Zeitpunkt weitergesprochen, außer jetzt in diesem Tomb Raider und eben Mr. und Mrs. Smith, was jetzt ein bisschen blöd ist, weil das sind natürlich eigentlich ihre kommerziellsten Filme gewesen, die großen Blockbuster, weil damals entschieden wurde, bevor Tomb Raider rauskam, also Lara Croft, da dachte man, das ist ein Film für so Computer-Nerds, den guckt sich keiner an, außer so ein paar Deppen, die nachts irgendwelche blöden Computerspiele spielen, ja, Pustekuchen. Ja, viel mehr Leute, die Computer spielen, als man denkt, mittlerweile ist das ja sowieso noch viel größer geworden, der Markt, aber auch damals war das offensichtlich schon vollkommen unterschätzt. Und zum anderen hat man dann natürlich auch eben gesagt, Lara Croft hat die Stimme im Computerspiel, die wollen wir auch im Kinofilm haben, und das hat sich dann offensichtlich auch bewährt, also dass man eben sagt, die Leute, die Stimme schon kennen von Lara Croft, die haben jetzt mehr Affinität zu Lara Croft als jetzt zu der ursprünglichen Stimme von Jolie, weil da ja wieder so ein gewisser Wendepunkt in ihrem Schaffen, sag ich jetzt mal, war. Gut, also das hat sich dann, und das hat sich weitergezogen bis Mr. und Mrs. Smith, weil dort derselbe Verleih im Spiel war wie bei Lara Croft. Also mussten die auch so ein bisschen, das ist ja oft auch Politik beim Synchron, also es gibt ja dieses große Beispiel jetzt von dem Gerichtsgang von Thomas Off, der eben als Johnny Depp in den Piraten der Karibik, heißt das, ne? Fluch der Karibik, ja. Fluch der Karibik, genau. Der jetzt nur dreimal den Johnny Depp gesprochen hat, jetzt im vierten Fluch der Karibik-Teil dann auch schon nicht mehr und sich quasi versucht hat, über diese komischen Verträge, die man schließt als Synchronsprecher. Also man unterschreibt so einen 8- bis 10-seitigen Vertrag mit irgendeiner amerikanischen Firma und liest sich das natürlich nie durch. Und wenn man dann sich aber doch mal die Mühe macht, steht man da wie so ein, also der Leibeigene schlechthin bis ins Jahr 2020 mit meiner Oma und allen meinen Familienmitgliedern bin ich also jetzt Disney verpflichtet, da dafür gerade zu stehen und auch in allen 2020 ist viel zu kurz gedacht, ja. Also alle Medien und auch Medien, die es jetzt noch nicht gibt, die erst noch erfunden werden und alle Möglichkeiten, diese Sprache auszuschlachten, verkaufe ich. Also eine quasi komplette rechte Abtretung, was es im Deutschen gar nicht gibt. Dafür kriege ich aber im Gegenzug gar nichts. Also nicht mal irgendwie, noch nicht mal jetzt wie bei Fluch der Karibik, die Zusicherung, das im nächsten Teil überhaupt noch sprechen zu dürfen, ja. Und da hat sich jetzt mal einer gegen gewandt und hat gesagt, ja, Moment mal, erstens ist das, verkaufen wir uns viel zu billig für das, was wir da alles an Rechten abgeben, und zum anderen, wieso haben wir überhaupt gar keine Gegenrechte? Und ja, da gibt es jetzt, also man es wurde so eine, beim Markus Off gab es dann so eine Art Einigung, die außergerichtlich stattgefunden hat, was aber schon mal so ein gewisser Wegweiser in die richtige Richtung war, nämlich es muss jetzt eine Möglichkeit geben, auch gegen etwas anzugehen, wenn man eben viele Rechte abtritt und wenig Rechte dafür bekommt, muss es wenigstens einen finanziellen Ausgleich geben, und das ist jetzt so die Richtung. Nicht, dass ich das jetzt persönlich anstreben würde mit Frau Jolie, weil ich spreche auch viele andere, und das ist ein Geben und Nehmen. Also ich habe sehr viele sehr gute Kollegen und Kolleginnen, die das auch können, genauso gut wie ich. Und das, manchmal ist es Geschmacksfrage. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo man sagt, ey, warum spreche ich eigentlich 9-mal die Jolie und beim 10. Mal nicht? Und da kommt dann wieder die Politik ins Spiel, weil natürlich auch von der Besetzungsseite niemand interessiert ist daran, dass ein Synchronsprecher oder eine Synchronsprecherin ein Monopol belegt, weil in dem Moment steigen die Preise. Neben dem Synchron sind Sie ja auch in Hörspielen und auch in Hörbüchern zu hören. Wie sind Sie denn in diese Sparte gerutscht? Oder würden Sie sagen, wenn man Synchron macht, dann kommt das automatisch? Also wenn man Angelina Jolie spricht, dann kommt automatisch früher oder später jemand auf die Idee, Mensch, die könnte ja auch meine Hauptrolle in meinem Computerspiel oder Hörspiel oder vielleicht auch mal als Hörbuch Sprecherin sprechen. Also das, da kommt man nicht drum rum. Ich habe mich da nie beworben, sondern das war eher umgekehrt, dass ich oftmals gesagt habe, ja Leute, ich kann jetzt nicht immer nur einen auf Jolie machen, dann müsst ihr euch auch mal jemand anders suchen. Also ich sage auch eher mal was ab. Und
Aber grundsätzlich mache ich das natürlich gern. Es ist nur die Frage, wenn es dann zu sehr nur eine bestimmte Linie ist, dann sage ich auch mal, nehme ich mir auch mal das Recht oder habe dann einfach mal die Möglichkeit auch mal zu sagen, nee, komm, das ist jetzt der fünfte Vampirfilm, wo ich die Vampirjägerin spiele, jetzt müssen wir, oder nicht Film, in dem Fall Hörspiel, jetzt guck doch mal, ob ihr jemand anders findet. Das ist einfach so, ich glaube, dass das Hörspiel und Synchron vermischen sich relativ gut. Hörbuch ist nochmal was anderes, weil man ja doch eher nochmal ein Gesicht damit verbindet. Und wenn man jetzt als Synchronsprecher so rein am Mikro hängt, so wie ich eigentlich in 99% der Fälle, dann ist das für den Hörbuchmarkt nicht ganz so interessant. Gibt es denn einen Auftrag, den Sie, Sie haben es ja gerade selbst gesagt, auch mal ablehnen würden aus moralischen Gründen oder generell? Da gibt's viele. Ja, da gibt es ganz viele. Also es gibt eigentlich so 2 bis 3. Also das erste ist immer die Termingeschichte, weil natürlich ein Hörbuch ganz anders, je nachdem wie viele Bücher das dann sind, ist in einem Hörbuch hört sich an wie ein Buch, nein, das sind ja dann meistens so 5, manchmal aber auch 5, 10 CDs, die müssen auch zeitlich irgendwo reinpassen und sind ja auch oftmals mit Anfang und Ende der Aufnahmezeit irgendwo festgelegt, das heißt oftmals, gerade bei Hörbüchern muss ich absagen, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Und zum anderen gibt es dann noch ein räumliches Problem. Ich bin mittlerweile nach München gezogen und arbeite nur noch in Berlin, wenn ich angefragt und eben auch bezahlt werde. Das leisten sich jetzt viele gar nicht mehr, mir noch einen Flug zu buchen und eventuell dann auch noch, keine Ahnung, extra Kosten für Taxi oder was auch immer da noch anfällt. Also ist es auch so ein bisschen jetzt auch räumlich beschränkt, dass eben hauptsächlich in München meine Angebote einflattern und noch seltener Berlin. Und dann inhaltlich, wenn ich jemanden nicht kenne oder wenn ich nicht einschätzen kann, was da kommt, gerade bei Hörspiel, dann lasse ich mir schon mal das Skript schicken. Und wenn mir das zu brutal oder in irgendeiner Form nicht auf meinem, also ich mich da nicht wiedersehe, dann sage ich auch, Leute, das ist nett von euch, aber danke, ich möchte lieber jetzt mal nicht zerstückelt werden. Würden Sie sich eher als Synchronsprecherin oder als Synchronschauspielerin bezeichnen? Viele Ihrer Kollegen nehmen ja lieber den anderen Begriff. Ja, das ist relativ neu. Seit ein paar Jahren haben wir, also es gibt diesen IVS, den Verein, wie heißt denn der jetzt? Der Synchronschauspieler. Aber international kann das nicht heißen. Ich muss noch mal gucken. Also es gibt auf jeden Fall einen Verein deutscher Synchronschauspieler, der heißt VDS. Komme ich jetzt IVS? Vielleicht muss ich noch mal nachgucken. Also wir haben diesen Verein gegründet. Ich bin da Mitglied und wie man hört, gar nicht so involviert. Unterstütze das mehr finanziell als jetzt mit meiner regen Anteilnahme. Und da gibt es eben diese neue Bezeichnung Synchronschauspieler, die vorher nicht so gebräuchlich war, die aber absolut richtig ist. Weil eben wie jetzt auch von gerichtlicher Seite nochmal unterstrichen wurde, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Nachrichten vorlese oder ob ich einer Figur Leben einhauche. Und ein Synchronsprecher kann auch jemand sein, der einfach permanent nur Nachrichten liest oder irgendwelche Overvoices, Erzählstimmen oder sowas macht, der würde trotzdem als Synchronsprecher durchgehen, muss dafür aber keinerlei schauspielerische Leistung erbringen. Und die Schauspielerei, die wir zum allergrößten Teil auch, also wie zum Beispiel ich, ein Diplom-Schauspiel-Abschluss haben, die ist ja nun mal ausschlaggebend dafür und die ist auch eben, wenn man jetzt sich anguckt, zum Beispiel beim ZDF oder bei den Öffentlich-Rechtlichen generell, da wird es auch unterschieden, weil die einfach sagen, Leute mit so einer Ausbildung sind in unserer Abrechnung, in unserer Einordnung, Kategorisierung schon in einem anderen Segment als jetzt die mal so eben neben ihrem Geschichtsstudium oder so auch mal das Wetter vorlesen. Sind die anders zu bezeichnen in erster Linie, aber eben auch in einer anderen Kategorie wiederzufinden. Und das schlägt sich in der Bezahlung, in der Art und Weise, wie man da überhaupt, man wird genannt, man kriegt, hat so bestimmte Rechte beim Öffentlich-Rechtlichen, das ich sehr gut finde, die als Vorreiter in dieser Situation.
mal zu nehmen, weil sonst sind die ja immer, schneiden ja nicht besonders gut ab, aber die haben so recht gute Prinzipien und das haben wir jetzt mal als Synchronschauspieler, die wir auch relativ wenig Rechte bisher hatten und uns da auch nie wirklich drum gekümmert haben, übernommen. Wir haben gesagt, es gibt uns als Synchronschauspieler und um euch diesen Namen zu verdienen, müsst ihr das auch wirklich können. Und da gibt es gar nicht so viele. Sie haben es ja gerade angesprochen. Beim Film wurden ja noch vor ein paar Jahren die Namen nicht genannt und ja, auch heute ist das noch längst kein Standard. Ist das etwas, was Sie persönlich stört? Also es gibt ganz selten mal die Situation, wie zum Beispiel hier bei Madagaskar. Da habe ich ja dieses Nilpferd, spreche ich da bei den Madagaskar-Animationsfilmen, wo man als normal sterblicher Synchronsprecher die Möglichkeit hat, zum Beispiel jetzt mit Bastian Pastewka oder Rick Kavanian oder den Fanta 4 oder irgendjemandem auf einer Stufe zu stehen. Das hört sich blöd an, ja. Aber das ist sowas. Also man kann da auch so eine gewisse Solidarität zählen, weil auf einmal merken die auch, dass das gar nicht so einfach ist. Die haben einen guten Teamgeist, die freuen sich, wenn man dabei ist. Und dann wird man auch zum Essen eingeladen, wenn dann eben eine Premiere ist oder eben auf die Bühne gebeten und dann eben auch im Abspann genannt. Das ist toll, weil das ist jetzt so, wir sind eine Familie. So habe ich das erlebt damals bei Madagaskar 1 und 2. Dann auf einmal war das ganz anders. Ich wurde nicht mal zur Premiere eingeladen. Es gab keinen Namen im Abspann und auch generell war es völlig uninteressant, ob ich oder irgendjemand anders diese Nilpferddame Gloria spricht, weil der Verleih sich geändert hat. Also der deutsche Verleih war vorher UIP und jetzt ist es Sony, glaube ich, ja. Und die einen handhaben das so und sagen, wir wollen, dass das da untereinander dass es da keine großen Unterschiede gibt. Natürlich werben wir mit großen Namen, aber auch die Synchronsprecher machen einen guten Job und die werden natürlich auch genannt und werden auch eingeladen und haben auch ihren Anteil daran und das zeigen wir denen auch. Und es gibt aber eben Firmen, bei denen ist das völlig wurscht. Und so gibt es die eine und die andere Seite. Mich wurmt keins von beiden. Also wenn mich jetzt einer da im Abspann nennt, freue ich mich grundsätzlich. Ich glaube allerdings nicht, dass es wirklich einen Unterschied macht, sondern es ist einfach eine Respektbezeugung, die ich sehr, sehr angenehm finde. Es macht für mich jetzt nicht den riesengroßen Unterschied. Wie sehr haben Sie denn als Synchronsprecherin Einfluss auf Takes, das heißt nur Film oder auch Hörspiel? Das ist wie immer eine Teamarbeit. Manchmal hat man gar keinen Einfluss, weil so viele Leute schon damit sich beschäftigt haben, dass sie das festgelegt haben und gesagt haben, wir möchten, dass das so gesprochen wird und nicht anders. Dann kann ich höchstens noch, habe ich mein kleines Vetorecht in der Synchronität oder kann das zumindest anmerken, kann sagen, aber es sieht nicht gut aus. In der Regel, wenn es keine Projekte sind, die jetzt von langer Hand und von vielen Leuten geplant und deshalb unverrückbar sind, ändere ich jeden dritten, vierten Take, wenn schon allein von der von der sprachlichen, wie auch immer, wie es einem so im Mund liegt, sieht es manchmal ein bisschen besser aus, wenn man ein Wort verschiebt. Manchmal ist es inhaltlich, dass einem was auffällt, aber die hat doch eben gesagt, sie kommt von rechts, auf einmal soll sie von links kommen, müssen wir da nicht doch noch was ändern? Es gibt ganz viele Möglichkeiten in diesem, also das ist ja auch eben der schauspielerische Prozess, der damit einhergeht. Also manchmal ist eine Rolle, die spricht eigentlich total salopp und dann spricht die auf einmal so hochgestelzt. Das sind dann so Ungereimtheiten, die vielleicht beim Texten gar nicht so aufgefallen sind und dann im Studio aber auf einmal, wenn man eine Rolle durchspricht, viel augenscheinlicher sind und dann wird natürlich also fleißigst geändert. Und ich ändere ganz gerne und sehr viel. Mal angenommen, Sie würden zum Beispiel Angelina Jolie oder Jada Pinkett Smith treffen und Facetten an diesen Schauspielerinnen feststellen, die Ihnen so eigentlich noch nie aufgefallen sind. Würden Sie da sagen, das beeinflusst Sie bei zukünftigen Synchronisationen? Also die spielen ja auch in dem Fall nur eine Rolle und ich muss mich an die Rolle anpassen. Und das ist für mich, also unabhängig von der Schauspielerin,
wenn ich natürlich eine besonders gute Schauspielerin habe, die jetzt besonders facettenreich spielt und mich dann auch vielleicht an meine Grenzen bringt und ich dann auch irgendwann mal sagen muss, auch Scheibenkleister, ich würde es gerne anders machen, ich schaff's nur einfach nicht, dann hat die einen richtig guten Job gemacht und alles ist super. Bei der Jolie, die ich ja auch mal zumindest auf einer Premiere kurz kennengelernt habe, bei der Jada Pinkett Smith, die leider, die wir kennenlernen wollten, also gab es ein Treffen, das war schon arrangiert, das hat aber leider nicht stattgefunden. Da würde ich mal sagen, die sind 1:1 so, wie ich die im Film erlebe und wie ich die einschätze. Also ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was sich jetzt Neues, das hört sich jetzt überheblich an, aber ich glaube, da würde ich deshalb nichts anders machen, nur weil ich die kennenlernen würde. Ja, die, also erstens habe ich die schon so oft gesprochen und zweitens sind die sehr in ihren Rollen und mit ihrer Medienpräsenz einfach schon so da, dass man da, glaube ich, nicht mehr so viel entdecken könnte oder würde. Also sehe ich mal stark von aus. Mir, manchmal, wenn jetzt eine Schauspielerin besonders, also es gibt ja so Schauspieler, die wirken wahnsinnig auf dem Zelluloid und dann, wenn man die in echt sieht, denkt man, ach nee, ne? Ja, ich habe mir eigentlich viel toller vorgestellt. Oder eben bei der Rosario Dawson ist mir das passiert, ich stand vor der und ich habe gedacht, das ist ja eine unglaublich tolle Frau, die wirkt eigentlich im Film eher so kumpelhaft und nett und dann ist die einfach nur gnadenlos schön zum Niederknien und hat auch wirklich was in der Birne. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber das würde trotzdem alles beides meine Arbeit mit diesen Rollen und mit der im Synchronstudio nicht verändern. Ja, liebe Hörer, das war Claudia Obstadt-Mingis. Ganz genau, das ist ein Applaus wert. Vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute hier bei uns vorbeizuschauen. Wir werden immer mal wieder versuchen, Interviews mit Synchronsprechern an Land zu ziehen. Das ist natürlich nicht unbedingt immer das Einfachste, da wir ein Non-Profit-Projekt sind und die guten Herrschaften noch nicht... Moment mal, wir kriegen kein Geld dafür? Nein. Ey, ich will meine Kohle. Was? Moment mal, du hast doch gesagt, du zahlst uns eine Gage. No. Was? Wie? Scheiße, ich muss mit dem Saufen aufhören. Naja, jetzt aber mal Scherz beiseite. Wir werden immer mal wieder versuchen, da Synchronsprecher zu Interviews an Land zu kriegen. Das werden wir einfach mal in Angriff nehmen. Das wird natürlich nicht immer der Fall sein. Die guten Herrschaften haben natürlich auch nicht unbedingt immer Zeit. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Film und zwar Captain America. Und da muss ich auf euch beide bauen, denn diesen Film habe ich nur einmal gesehen. Warum muss ich gerade immer an Green Lantern denken? Keine Ahnung. Ich würde sagen, Christoph, du erzählst uns mal einfach in kurzen Sätzen, worum es bei Captain America geht, damit diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, auch wissen, was da drin vorkommt. Ja, Captain America, alias Steve Rogers, der ganz gerne mal zur Armee möchte, um dort mal so richtig aufzuräumen. Mal grob erzählt. Steve Rogers hat allerdings ein kleines Problem. Er ist sehr schmächtig und nicht besonders stark. Aber bitte? Also ein Pimp. Richtig, ein Pimp, richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber er ist sehr patriotisch und möchte ganz gerne zusammen gegen die Nazis in den Krieg ziehen. Er nimmt dann an einem Projekt teil, das, wie soll man das erzählen oder erklären? Also quasi ein Projekt, das durch Genmanipulation Supersoldaten, erstellen kann oder was weiß ich, jedenfalls transformieren, sagen wir es mal so, transformieren kann. Er nimmt halt, wie gesagt, an diesem Projekt teil und das ist auch von einem Erfolg gekrönt und aus dem Pimpf
wird plötzlich ein muskelbepackter Supersoldat. Allerdings wird dieser noch nicht eingesetzt im Krieg, sondern fungiert mehr so als, ja, wie soll man das sagen? Ich nenne es mal Maskottchen. Ja, also er ist dann quasi dafür da, die Männer aufzubauen, indem er an diversen Shows teilnimmt und dort gegen Hitler kämpft und ihn auch mal besiegt in diesen Shows. Das reicht ihm aber dann nicht und er zieht dann auch tatsächlich los in den Kampf. Sein Gegenspieler ist Red Skull. Und Red Skull ist ebenfalls so ein Supersoldat. Allerdings kämpft dieser nicht auf Seiten Amerikas, sondern wie gesagt, er ist der Antagonist, also kämpft er auf Seiten der Nationalsozialisten. Dieser arbeitet auch in einer Geheimorganisation, die nennt sich Hydra. Und ihm gelingt es auch diesen, jetzt müssen wir mal kurz helfen, ich weiß nicht mehr, wie dieser Würfel heißt. Tesseract, richtig, genau. Tesseract, richtig. Red Skull besitzt also diesen Tesseract und mit dieser Hilfe dieses Würfels gelingt es ihm, Superwaffen herzustellen. Captain America will ihn natürlich stoppen, was ihm auch letztendlich gelingt. Red Skull stirbt und der Tesseract ist erstmal in den Tiefen des Ozeans verschollen. Steve Rogers, alias Captain America, wird dann in einen Tiefschlaf versetzt und ich weiß nicht mehr, wie lange er schläft. Ich meine so um die 60 Jahre. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, also steinigt mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Auf jeden Fall wird er dann aus seinem Tiefschlaf wieder erweckt. Die Zivilisation hat sich natürlich draußen erheblich geändert und um ihn das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, gaukelt man ihm erstmal noch vor, er würde noch in den 45er Jahren leben. Er kommt aber dahinter und ist natürlich erstmal erschrocken darüber, wie sich alles draußen gewandelt hat. Und dort trifft er auch das erste Mal auf Nick Fury. Dieser arbeitet für S.H.I.E.L.D. Letztendlich erfährt man nicht so genau, was Nick Fury vorhat, sondern der Film endet einfach nur damit, dass die beiden aufeinandertreffen und Nick ihm halt erzählt, dass er ihn für eine besondere Aufgabe auserkoren hat. Bist du eigentlich sicher, dass Red Skull dann auch wirklich tot ist? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber für mich hat das so den Eindruck gemacht, dass er stirbt. Ich meine, er ist ja irgendwie nur so, sah ja ein bisschen aus, als wäre er irgendwie weggebeamt worden in eine andere Dimension oder keine Ahnung. Ja gut, das ist noch nicht so richtig raus. Irgendwie, ich kann mich nicht damit einfreunden, dass er tot ist, sagen wir so. In den Comics ist es da irgendwie zwar so, aber irgendwie kehrt er auch nie irgendwann mal wieder zurück, glaube ich. So Captain America war nie so mein Lieblingsheld irgendwie. Stimmt, du hast recht. In den Comics ist es so, dass Red Skull nicht stirbt, sondern auch später wieder auftaucht. Aber gut, wie gesagt, das ist, wie Jens hat das vorhin bei der Diskussion bei den Batman-Filmen schon mal angesprochen, dass die Gegenspieler immer sterben. Von daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er stirbt. Aber gut, okay, es kann natürlich auch sein, dass er halt nur in dieser anderen Dimension jetzt rumschwirrt, ne? So wirklich erklärt wurde das ja nicht. Die Frage ist ja für mich, da müssen wir ja gleich mal mit anfangen. Es ist ja ein Film, der so ein Glied in einer Kette von einer Reihe von Filmen ist, die sich ja alle irgendwann letztlich auf den Film The Avengers zusammenfügen. Oh Mann, für diesen Satz werde ich mit Sicherheit gesteinigt. Naja, also es ist ja tatsächlich so, dass vor allen Dingen dieser Tesseract ist ja, ich sag mal, maßgebend dafür, dass der Avengers-Film gedreht wird. Den schnappt sich ja Loki dann in die Avengers und macht dann erstmal Rabatz. Ja, Captain America, Dennis, ich gebe dir recht, das ist auch nie so mein Ding gewesen. Wobei das allerdings sagen muss, aufgrund seines Looks mal anders gewesen ist. Ihr kennt ja bestimmt diese Filme, die früher auf RTL gelaufen sind, also diese Zeichentrickserien. Das war das erste Mal, wo ich mit Captain America zusammengestoßen bin. Und als Kind, als wirklich kleiner Bub, da fand ich den, aufgrund seines Aussehens mit dem Schild, fand ich den unglaublich interessant. Die Geschichte um den, inklusive, ich sag mal, des Looks jetzt im Film, also interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, das ist ja im Film, ist es ja so ein bisschen angepasst, so. Das ist dann so eine Mischung aus Superheld und Soldat. Ne? Das ist ja mehr so, wenn man so ein bisschen die Captain America-Geschichte, also vom Anfang an, das war ja sozusagen damals sozusagen einer der ersten Superhelden, die es gab, nach Superman und Batman. Ne? Also so,
in den 45er Jahren, so, wo der Krieg war, Zweite Weltkrieg, das war ja so ein bisschen um die Soldaten oder so, um ein bisschen aufzumuntern, ne? Wie Patriotismus und. Genau, es ist eine Propaganda. Alles, ja. Ne? Also, es ist eigentlich sozusagen The Way of Life in America. Das Captain America ist es einfach die amerikanische Flagge als Superheld, ne? So musst du es sehen. Ja, es ist ein Propagandaheld, klar. Natürlich. Ja. Also, okay, Propaganda, sagen wir mal eher, es ist eine Patriotenfigur, die halt die Propaganda trägt, dass Amerika sehr stark ist und dem Feind übermächtig gegenüber ist und ist auch gar nicht so schlimm, ist ja in Ordnung, das ist halt eben der Zeit geschuldet. Ich finde an dem Film eigentlich bemerkenswert, obwohl er im Zweiten Weltkrieg spielt, siehst du nirgendwo ein Hakenkreuz. Der berühmte Gruß wird eigentlich kein einziges Mal erwähnt. Was ich eigentlich sehr faszinierend finde. Also du hast halt nur diese Geheimorganisation Hydra. Die haben ihr eigenes Logo, die haben ihren eigenen Gruß in Anführungsstrichen. Und ich glaube, ja, also das finde ich bemerkenswert an dem Film eigentlich. Obwohl er eben in dieser Zeit spielt. Ja, das ist so ein bisschen so, die kochen ihre eigene Suppe so ein bisschen, ne? Also. Genau. Wenn ich jetzt den Film so an sich betrachte und einfach mal meine persönliche Einstellung dabei beiseite lasse, ist das ein Film, der, ja, er geht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fand zum Beispiel diese Animation, wie die Chris Evans zu diesem super schmächtigen Typen gemacht haben, einfach genial. Und ja, sag mal so, ganz kurz, das war ein Trick. Die haben einfach einen anderen Schauspieler genommen. Und einfach sein Gesicht draufgesetzt. Ja, genau. Und das finde ich halt eben eigentlich wirklich super genial. Und wie Chris Evans hinterher dann als Captain America da rauskommt mit diesen Muskeln und so weiter, das fand ich super. Jetzt muss ich allerdings wirklich große Kritik an Chris Evans auslegen. Oder an den Regisseur, ja, Joe Johnston. Mir hat diese Figur überhaupt nicht gefallen. Mir hat Steve Rogers, also Chris Evans als Steve Rogers, war mir einfach zu weinerlich. Und wisst ihr, warum mir das so extrem aufgefallen ist? Weil ich Chris Evans als The Torch noch in Erinnerung habe, aus den beiden Filmen von Fantastic Four. Da war er ja die menschliche Fackel. Und die war ja genau das Gegenteil. Die war ja nicht verantwortungsbewusst und voller Pflichtbewusstsein wie Steve Rogers, sondern die menschliche Fackel war ja wirklich eher lustig und das Leben eher so von der spaßigen Seite genommen, hat auch eher seine Kräfte als was Spaßiges gesehen und deswegen fand ich so diesen Schnitt irgendwie, der kam bei mir überhaupt nicht an. Na, aber eigentlich ist es ja richtig so. Captain America ist ja nicht so ein, na, sagen wir mal, so ein Partymaker oder so, ne? Ist ja eigentlich wirklich so, er hat Verantwortung, das zeigt er auch, ne? Er ist einfach der Captain. Richtig, es gibt da ja eine Szene, die ich ganz gut finde, wo halt der Sergeant, gespielt von Tommy Lee Jones, die Handgranate oder diese Attrappe halt wirft. Alle Soldaten rennen weg und was macht Steve Rogers? Er rennt hin und schmeißt sich auf die Handgranate. Also die Szene finde ich einfach ziemlich genial, weil man da halt sieht, okay, er ist vielleicht nicht gerade der Kräftigste, aber Er hat, wie Dennis das gerade sagte, er übernimmt Verantwortung und gibt einfach alles. Also ich bin auch nicht so der Captain America Fan. Eigentlich bin ich auch überhaupt nicht so der Marvel Fan. Der Film an sich, der war nicht gut, aber er war auch nicht wirklich schlecht. Also es gibt viele Szenen, die ich persönlich ganz gelungen fand. Ich finde auch, dass der Gegenspieler Red Skull da eigentlich eine ganz gute Figur macht. Es gibt halt viele Sachen, wo man sich, ja, sag ich mal, drüber echauffieren kann oder weil es halt befremdlich wirkt, weil man es vielleicht anders kennt oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ich kann mit Captain America auch nicht viel anfangen, aber ja, es ist halt eine, wie du schon sagtest, Jens, eine patriotische Figur, die damals eingesetzt wurde, um die Soldaten im Krieg ein bisschen aufzumuntern. Aber gut, ich meine, das hat man mit anderen Superhelden wie Batman oder Superman auch gemacht. Ja, die haben damals auch gegen die Nationalsozialisten gekämpft in den Comics. Gut, war halt die Zeit damals und Captain America war da so ein Vorreiter für.
Oh ja, aber mit einem Unterschied. Captain America wurde eigentlich nur deswegen erschaffen, während die anderen einfach mal so ein bisschen ihr eigenes Universum verlassen haben, um für sowas herzuhalten. Captain America ist ja nur dafür geschaffen worden. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Er wurde natürlich nur dafür geschaffen. In dem Fall, ja, ich meine, der Krieg ist vorbei. Eigentlich hätte man die Figur dann auch wieder einmorden können. Aber gut, ich meine, Captain America schreibt ja heute noch Geschichten und ja, in den USA kommen die ja eigentlich sehr gut an. Aber gut, das ist natürlich wieder was anderes mit dem Patriotismus und etc. pp. Das hast du hierzulande ja jetzt nicht. Dementsprechend ist Captain America hierzulande ja auch jetzt nicht so populär, ne? Aber gut, okay, ich meine, wie gesagt, der Film weiß aber zu unterhalten. Also es ist für mich so eine Art Popcorn-Kino, sag ich mal. Also das, den kann man sich angucken. Aber er ist keine Verfilmung, die ich jetzt, was weiß ich, die ich mir jetzt jedes Jahr 5-6 Mal angucken möchte oder so, ne? Ich meine, den habe ich jetzt, ich habe den auch 1-2 Mal gesehen und ja, es reicht auch. Ich meine, ich habe den zwar auch auf Blu-ray hier, aber ja, ich weiß nicht, also es ist nicht so ein Film, den ich mir jetzt, der jetzt in meiner Top 10, sag ich mal, vertreten ist. Der ist ganz nett. Aber nett, wissen wir alle, ist die kleine Schwester von. Genau. Richtig. Das muss ich auch sagen. Ich habe bei dem Film so das Gefühl gehabt, man wollte ja auf die Avengers hinarbeiten. Und da gehört er nun mal zu. Und dass er einfach sein musste, dass eine Verfilmung sein musste. Wir haben gesehen, von Thor gibt es mittlerweile den zweiten. Es gibt mittlerweile den dritten Iron Man. Es gibt denn, wer war denn jetzt noch bei? Hulk. Ja, Hulk, da gab es allerdings keinen zweiten von. Das war, glaube ich, aber auch wegen Edward Norton so. Da war ja auch so eine kleine Diva da irgendwie beim ersten Film. Da sieht man einfach, aus welchen Charakteren man wirklich was machen kann und die Potenzial für eine Verfilmung haben. Bei Captain America, ich weiß nicht, ob man es irgendwie anders hätte machen können, wirkt es so für mich, als hätte man da nicht wirklich eine vernünftige Story. Und mir hat sie ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Also wir sind durch diese Rezension jetzt auch, glaube ich, richtig schnell durch. Wir sind uns ja eigentlich sogar fast alle schon einig, dass diese Verfilmung mehr oder weniger okay ist. Wenn ich jetzt einfach mal ein Fazit ziehen würde, würde ich diesem Film prozentual, sagen wir, 60% geben. Ja, würde ich mich anschließen. Also 60... 55 vielleicht so. Ich meine, es sind zwar echt ein paar gute Szenen drin, aber das ist, manchmal hat man so den Film, bei dem Film so das Gefühl, ja, auch nicht sehr schnell vorbei, ne? Einfach sind so lange Stellen drin irgendwie, das ja. Ist einfach, weiß ich, vielleicht auch dieses ganze Genre, also diese ganze Umgebung da, Zweite Weltkrieg, vielleicht hätte man das nur so am Anfang mal machen sollen und dann sozusagen das alles in die Zukunft holen sollen, irgendwie, ne? Das wäre vielleicht irgendwie spannender gewesen. Hätte man das alles so ein bisschen mehr ausbauen können mit Hydra und so und keine Ahnung. Also ich finde, das hätte man so alles nur in Rückblenden irgendwie zeigen können, den Zweiten Weltkrieg, dass er dann da eingefroren wurde und vielleicht das ganze Szenario lieber dann in unserer Zeit jetzt holen, wäre vielleicht besser rübergekommen. Also ich habe mal nachgesehen, der Film hat am Startwochenende ca. 65 Millionen US-Dollar eingenommen. Damit lag er ja so knapp hinter Thor. Der hatte, glaube ich, so 65,7 Millionen eingenommen. Das sind ungefähr 600.000 Unterschied. Damit kann man ihn eigentlich auch als Erfolg sehen. Also er ist definitiv kein Misserfolg. Wie viel würdest du denn... Ich weiß nicht, ob es einen zweiten Teil davon geben wird. Ja, aber meinst du nicht, dass nach Thor 2 und Iron Man 3 jetzt mittlerweile schon irgendwas gekommen wäre? Schwierig zu sagen, aber müssen wir mal einfach abwarten. Also es soll ja auch ein dritter Hulk noch kommen, irgendwie. Denk mal, dass dann Captain America auch nicht lange auf sich warten lässt. Also es wäre dann der zweite Hulk, wohlbemerkt. Der von 2001, glaube ich, oder 2003, weiß ich genau, wann er gedreht wurde, ist ein anderer. Also das, was wir jetzt mit Edward Norton hatten, ist eine Neuverfilmung. Ach so, nein, okay, dann. Aber gut. Hulk 2.1. Also was würdest du denn jetzt einfach so mal prozentual dem Film geben? Ich gebe ihm eine 55. 55? Okay, also er kommt hier wirklich nicht gut weg. Tja, Captain America. Also die Begeisterung ist ja echt krass.
Also das ich habe wie ich ja vorhin gesagt habe, der Film weiß zu unterhalten, aber auch nur auf so Popcorn-Ebenen-Niveau. Die Sache ist die, also der Film, ich mag's nicht, ich hasse es wie die Pest, wenn man in Superhelden-Verfilmungen immer so billige kleine Witzchen einbaut. Ich kann's nicht mehr sehen, nicht mehr hören, ich hasse es einfach. Dann muss man immer da einen lustigen Spruch bringen und da muss wieder der coole Typ rüberkommen und immer so, ey, ich bin hier so witzig und so. Das ist so ein Kritikpunkt bei Filmen, den ich, oh nee, da könnte ich ausrasten, da krieg ich Plack bei. Und Captain America ist vollgestopft von sowas und das geht gar nicht. Da kamen Witze vor? Ja, ich meine, diese Show-Einlagen, wo er da steht und tanzt und dann kommt da Adolf Hitler an und er haut den dann so um und dann bringt er noch so einen lockeren Spruch dabei und oh, nee. Aber okay, das machen die ja heutzutage in fast jeder Verfilmung. Weiß ich nicht, davon lassen sich ja Kinobesucher in der Regel irgendwie begeistern. Warum, weiß ich nicht, aber okay, ist eine andere Geschichte. Dann hast du natürlich noch den Gegenspieler, Red Skull. Also der kommt mir ein bisschen zu blass rüber. Also der Weaving war doch toll. Ja, er war toll in der Rolle, aber ich finde, der ist nicht richtig ausgebaut worden. Also da hätte man unter Umständen noch mal ein bisschen mehr erzählen wollen. Ich meine, in den Comics ist es ja so, er ist die rechte Hand von Adolf Hitler. Weiß ich nicht, seit wann weiß Hitler nicht, was seine rechte Hand macht, so ungefähr. Der baut da seine eigene Geheimorganisation auf und keiner hält ihn auf, so nach dem Motto. Aber okay, ist auch wieder so ein Punkt. Aber ja, für die Geschichte war es dienlich, war okay. Ja, ich glaube, das waren auch schon so die Momente. Keine Ahnung. Ich würde dem Film irgendwie so, ich will nicht zu hart sein, sagen wir mal 40%. Oh, er will also nicht zu hart sein. Oh. Ja, tut mir leid. Da komme ich auch noch mit 60% und er hier mit 40%. Was geben wir denn da? 6 Minus. Ja, ich will ja, nicht zu hart sein. Moment. 50% ist eine 4. Also wären ja 40% eine 5 plus, also bitte. Was? 40% sind eine 4? Das sind 5. Nein, 50%. Na, 50% ist eine 4 minus höchstens. Was weiß denn ich, ist mir auch egal. Auf jeden Fall kriegt der Film von mir 40%. Okay. Ja, ich würde sagen, also da treffen wir uns irgendwo in der Mitte, 50%, wenn man mal alles durchrechnet und ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Mein Gott, das hier ist ein Podcast, ich bin kein Mathe-Genie, scheiß drauf. Aber wie gesagt, ich komme einfach mit diesem Film nicht klar. Ich meine, die ja, okay, in Ordnung, die Story kann man echt gucken. Ich habe diesen Film einmal gesehen, was eigentlich schon alles sagt. Und Chris Evans und beziehungsweise die Darstellung von Steve Rogers, du hättest auch ein Stück Seife dort hinstellen und Captain America spielen lassen können. Das nein, geht nicht. Ist mir viel zu allglatt gewesen. Und mir gefallen eher Superhelden, die nicht versuchen, sich selbst und alles andere so hoch zu halten und Hauptsache andere überleben und ich bin mir selbst scheißegal. Da gefallen mir eher so Filme mit Superhelden, die mehr Facetten haben, Ecken und Kanten, die auch mal Fehler haben. Wie Batman, wie Spider-Man und so weiter, die nicht unfehlbar sind. Ist natürlich Captain America auch nicht, aber gut, ich habe ja mein Fazit eigentlich im Grunde genommen schon gesagt. Ich würde mal sagen, damit können wir das eigentlich auch so abschließen. Habt ihr noch irgendwas zu diesem Film zu sagen? Eins möchte ich nur anmerken, was Dennis vorhin gesagt hatte, von wegen, dass man das vielleicht jetzt in die Zukunft transferieren soll. Ich meine mal ernsthaft. Da sind so viele Dinge, die für die Zeit, für den Zweiten Weltkrieg so befremdlich wirken. Ich meine, habt ihr euch mal die Waffen angesehen? Ah, das meine ich ja. Das sind ganz Laserkanonen und da alles. Das ist einfach alles, hat nicht Hand und Fuß. Irgendwie, das geht einfach nicht. Ich meine, okay, der hat diesen Würfel, aber mal ernsthaft, wie kommen die an Laserwaffen? Es ist aber nicht nur das. Das ist ja auch allein dieses Serum. Ey, wir können heutzutage noch nicht einmal Krebs heilen und die haben irgendein Mittel, womit die Menschen super geil und super stark machen können. Ja, okay, ich meine, das ist jetzt ein bisschen zwar weit hergeholt, aber das ist ja ein Superheldenfilm.
meine, das hast du ja in jedem Superheldenfilm und Scheiß, ne? Also, bei Spider-Man ist es halt die radioaktive Spinne oder was, die genmanipulierte Spinne, und bei Hulk ist es dann auch Gammastrahlen oder irgendwas. Von daher ist es vollkommen in Ordnung, aber das, ich sag ja, das ist einfach, dieser Film funktioniert einfach nicht, ne? Irgendwie, ja. Ja gut, hast gewonnen. Also lasse ich mich breitschlagen. Okay, das Serum geht okay. Kleinkrämer. Ja gut, also dann gehen wir jetzt endgültig mal zum letzten Thema des heutigen Tages über. Und zwar Fluch der Karibik 1. Oh, das gefällt mir schon um Längen besser. Ja, dann fangen wir natürlich damit an, wie was in dem Film vorgekommen ist. Also Christoph, wenn du nichts dagegen hast, mache ich das gerne. Das ist kein Problem. Ja, ich lausche doch gerne deiner wohlklingenden Stimme bei solchen Ausführungen. Schick es über den Äther. Also gut, Fluch der Karibik 1, ein Film, der im Grunde genommen um den Piraten Jack Sparrow geht, um den Waffenschmied Will Turner und seiner geliebten Keira Knightley, die bereits schon in jungen Jahren mit der Black Pearl in Verbindung gekommen sind. Der junge Jack Turner wird von einem Schiff aufgelesen, trägt ein Medaillon bei sich, das von der Black Pearl stammt. Und dann geht das Ganze viele, viele Jahre in die Zukunft. Da sind die beiden dann so um die 25 ungefähr. Will Turner, Jack Turner, habe ich ihm Jack Turner gesagt? Ja, tatsächlich. Jack Turner, ja. Will Turner und Elizabeth Swann leben beide in einem kleinen Dörfchen, so einem Küstendörfchen. Und das wird dann plötzlich angegriffen von einem Schiff. In der Zwischenzeit ist natürlich noch Jack Sparrow angekommen, der gleich verhaftet und in den Kerker gesteckt wird. Und die Black Pearl taucht halt auf und will dieses Medaillon wieder haben, was sie unweigerlich dann natürlich zu Elizabeth Swann führt, die dieses Medaillon dann hat. Sie wird dann halt mitgenommen, weil sie leider behauptet, sie ist ja die Tochter von dem Governor und damit auch eine sehr wichtige Person, und sie hat dann ihre Identität einfach geleugnet und hat gesagt, ihr Name wäre Elizabeth Turner, und somit wird sie von der Black Pearl halt mitgenommen. Dann ist Will Turner, der unsterblich in sie verliebt ist, er will sie von der Black Pearl befreien. Befreit erstmal Jack Sparrow, weil er von sich von ihm Hilfe erhofft. Die beiden können die Black Pearl auch verfolgen. Kommen dann irgendwann zu der Insel, wo halt die Black Pearl vor Anker gegangen ist und auch diesen Aztekenschatz gefunden haben damals. Und man kriegt dann so ein bisschen heraus, dass mal Jack Sparrow der Captain von der Black Pearl gewesen ist, der aber allerdings an diesem ganzen Fluch nichts mit zu tun hat. Man hatte ihn am Strand ausgesetzt, und man erfährt auch, dass der Vater von Will Turner einst ein Pirat war namens Stephen Riemen Bill, und man deswegen das Blut von seinem Nachkommen braucht, und da denkt halt eben der Piratenchef, der Captain Barbossa, dass Elizabeth das Blut von Stephen Riemen Bill in sich trägt. Aber sie ist natürlich nicht der leibliche Nachkomme, sondern es ist Will. Das finden die allerdings erst später heraus. Somit bringt also dieses ganze Ritual nichts. Man ist dann auf der Suche nach Will, beziehungsweise, um das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen, mischt sich die Royal Navy noch mit ein, und in der Zwischenzeit wird Jack dann mit Elizabeth wieder mal ausgesetzt, kann wieder entkommen, und es führt alles wieder zurück auf die Insel. Es kommt zu einem großen Showdown, wo Will Turner zusammen mit Jack Sparrow Captain Barbossa besiegen kann. Die Crew ist natürlich verflucht, das ist deswegen auch der Name Fluch der Karibik. Und was soll man machen? Es sind Piraten, trotz der Heldentaten, die der Jack Sparrow dort vollbracht hat, wird er zum Tode verurteilt und von Will Turner dann letztlich befreit. Und ich sag mal, auf gut Düngen, mit einem Augenzwinkern wird er dann auch freigelassen, und man beschließt ihn halt später dann zu verfolgen und lässt ihm somit die vorangegangenen Taten durchgehen. Ja, also so endet der Film. Ist ein sehr auf Comedy-Basis aufgebauter Film. Der Film basiert auf einer Attraktion aus Walt Disneys Disneyland. Und ja, wie man da auf einen Film gekommen ist,
Das ist ja schon wirklich eigentlich erstaunlich. Jetzt aber mal generell so die Frage in die Runde bei euch. Wie hat euch der Film gefallen? Was kennt ihr für Eckdaten? Wie würdet ihr den Film bewerten? Gegenüber dem allgemeinen Kanon mag ich den ersten Teil gar nicht so. Ich bin eigentlich mehr ein Fan von dem zweiten, dritten Teil. Aber okay, der Film an und für sich ist okay. Also ich finde den nicht gut, ich finde den aber auch nicht ganz schlecht. Weiß zu unterhalten, also das ist wie bei Captain America, das ist für mich persönlich ist das Popcorn-Kino. Wobei ich allerdings sagen muss, dass mir der Charakter Jack Sparrow ganz gut gefällt. Also ich finde, wie heißt der noch? Johnny Depp. Johnny Depp, dankeschön. Johnny Depp spielt ja sowieso immer so sehr, wie soll man sagen, so ganz komische Rollen eigentlich, ne? Wenn man da mal so denkt an Edward mit den Scherenhänden oder sowas oder das geheime Fenster zum Beispiel. Also er spielt ja immer so ganz abgedrehte Rollen und da passt eigentlich dieser Pirat Jack Sparrow wie die Faust aufs Auge. Er bringt das auch ganz gut rüber, diese etwas, ich sag jetzt mal, etwas tuckige Art, aber dann auch noch diesen genialen Verstand, der eigentlich dahinter steckt, ne? Also das bringt er wirklich sehr, sehr gut rüber. Zweiter Punkt, ich mag auch Barbossa. Also ich finde diesen Charakter auch wirklich sehr, sehr gut. Der bringt das auch gut rüber. Einerseits ist er sehr skrupellos, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr intelligent. Das finde ich einfach eine perfekte Mischung. Also ich finde diesen Charakter auch sehr, sehr gut. Die Story mit dem Axtetengold ist ganz nett, aber weiß ich nicht. Also ist auch wirklich eigentlich nichts Neues, finde ich. Ja gut, die sind halt verflucht. Die Animation mit den Skeletten, die dann nachher da rumlaufen, ist auch ganz, ganz in Ordnung. Aber an und für sich, weiß ich nicht, irgendwas fehlt mir bei dem Film. Ich kann nicht genau sagen, was, aber irgendwas fehlt mir einfach. Wo ich jetzt sagen würde, wo es so zündet, wo ich sagen würde, ja, das ist ein geiler Film, den kann man sich öfters angucken. Also für mich persönlich reicht es nicht ganz dazu. Ich sehe es ungefähr so wie du. Ich meine, wir gehen ja noch auf die anderen Teile in kommenden Ausgaben ein. Ich vergleiche allerdings den ersten Teil mal mit Teil 2 und 3, die ja zusammenhängen, und dem vierten. Und wenn ich jetzt einfach mal Teil 2 und 3 nehme und den mit dem ersten vergleiche, fehlt mir da so ein bisschen Speed, also die Geschwindigkeit. Ich finde, die Geschwindigkeit, die Teil 2 und 3 an den Tag legen, ist was ganz anderes als wie im ersten. Deswegen finde ich, geht der vierte Teil zum Beispiel wieder ein bisschen zurück auf den ersten. Also es ist ein bisschen ruhiger, eine etwas überschaubarere Situation und alles. Und Fluch der Karibik ist ja auch wirklich sehr einfach. Es ist ja nichts weiter als verfluchte Piraten suchen nach einem Ausweg, um ihren Fluch zu entkommen. Da ist halt der ehemalige Captain, der die ganze Geschichte da im Blick hat und wieder sein Schiff zurückhaben will. Und ja, und eine kleine Liebesgeschichte zwischendurch, die natürlich noch in Teil 2 und 3 ich sag mal, aufgewertet wird, beziehungsweise näher beleuchtet wird, aber dieser Film hat einfach, der lebt einfach von dem Piraten Jack Sparrow. Natürlich, du sagtest eben Geoffrey Rush als Hector Barbossa, ebenfalls grandios, na klar. Für mich nur die Frage, hätte es ihn zum Beispiel für den vierten Teil gebraucht? Irgendwann ist der Typ einfach über gewesen. Aber natürlich, wir reden hier von dem ersten Teil und da ist das Ganze natürlich ein bisschen anders gestrickt. Dieser Film hat unglaublich viel an Kohle eingenommen. Würdest du sagen, dass das auch gerechtfertigt ist? Gerechtfertigt? Ja, wie gesagt, ich kann ja nur für mich persönlich sprechen, nicht? Also ich weiß ja nicht, wie andere Leute was andere Leute an diesem Film so toll finden. Also der Film lebt, wie du schon gesagt hast, von Jack Sparrow, beziehungsweise von der schauspielerischen Leistung von Johnny Depp. Und Johnny Depp ist ja nun mal der spielt ganz oben mit in Hollywood, klar. Und er spielt die Rolle ja auch wirklich grandios, das muss man einfach dazu sagen. Und ich denke mal, das liegt einfach nur daran, wenn sie jetzt einen anderen Schauspieler genommen hätten als Jack Sparrow. Ich glaube, dann wäre der Film auch nicht so erfolgreich gewesen. Ja gut, es ist ja auch so, der Film hat, ich lese gerade hier, das Drehbuch des Films stand von Todd Elliott und Terry Rossio. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde es den Leitern der Walt Disney Company vorgelegt, allerdings lehnten diese eine Verwirklichung vorerst ab.
ja eine riesige Fehlentscheidung, würde ich sagen. Oder halt eben aufgrund von Johnny Depp halt vielleicht auch eine gute. Was mir so ein bisschen auf den Keks geht bei diesem Film, ist die Diskussion, ist er jetzt tuckig oder ist er besoffen? Ich empfinde das weder das eine noch das andere. Also aus Hollywood heißt es, er ist betrunken. Man wollte einen betrunkenen Piraten darstellen. Reden wir mal davon, wie viele Tage stellt dieser Film dar? Also über wie viele Tage sind die dort unterwegs? 4? 5? Wo soll ein Jack Sparrow dort die ganze Zeit trinken und besoffen sein? Das ist so eine Diskussion, die mochte ich überhaupt. Das ist für mich unlogisch. Wo soll der denn die ganze Zeit trinken und warum? Nächste Sache ist jetzt dieses Tuckige. Und ich weiß nicht, ob das nur aus Deutschland kommt. Ich habe die Diskussion nur hier mitgekriegt. Ich finde das auf keinen Fall irgendwo tuckig. Ich empfinde das als einfach als eine Eigenart von Jack Sparrow. Und es wird ja sogar während dieses Films so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ich weiß nicht, also. Aber du hast ja noch gar nichts dazu gesagt. Naja, keine Ahnung, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von dem Film. Ne? Also auch nicht von dem ersten Teil. Das hat mich alles, das Genre hat mich einfach nicht angesprochen. So Piraten oder so, das ist einfach nicht so meins. Dass er so ein bisschen so tuckig, besoffen rüberkommt, ist schon in manchen Fällen so. Man fragt sich wirklich so, naja, was denkt er sich jetzt dabei oder so? Oder was ist jetzt der Hintergrund? Kann mir das ehrlich gesagt nicht beantworten. Also mich stört das auch nicht so. Das ist zwar so ein bisschen recht amüsant, aber da sollte man auch nicht so viel drauf gehen oder reininterpretieren. Mich stört es auch nicht. Also ob das jetzt tuckig sein soll oder ob das jetzt betrunken sein soll, ja, gut, ich meine, die trinken ja die meiste Zeit rum. Ich meine, so unwahrscheinlich ist es ja nicht. Es sind halt Piraten. Aber dann tut mich das auch nicht. Also das ist halt so eine Charaktereigenschaft, die Jack Sparrow aber auch interessant macht irgendwo, ne? Ich meine, und auch irgendwo, ich will nicht sagen, er veräppelt sich ja auch selber. Also von daher finde ich das okay. Also wenn man sich selber veräppeln kann, dann macht das heimst einen ungeheure Sympathiepunkte ein. Also von daher finde ich das okay. Also ich habe da kein Problem mit. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man einen Film zum Beispiel schlecht findet. Wenn es der eigene Geschmack nun mal so ist, dann okay. Aber man sollte auch schon die richtigen Gründe dafür haben und sollte sich vielleicht auch mal einen ganz kleinen kurzen Moment darüber Gedanken machen. Und wenn es heißt von wegen, ja, das soll einfach einen betrunkenen Piraten darstellen, frage ich mich, wie kann das sein, dass jemand 24 Stunden pro Tag besoffen ist? Und so oft siehst du die dort auch ja auch nicht trinken. Es gibt viele Leute, die den ganzen Tag besoffen sind. Warum soll es dann keinen besoffenen Piraten geben? Ja, natürlich. Da habe ich gar kein Problem mit. Er wird ja auch teilweise dann wirklich sehr betrunken dargestellt. Nur 24 Stunden am Stück ist für mich einfach. Ich merke schon, du warst noch nie bei uns im Ruhrgebiet jetzt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja, nee, also es gibt ja eine kuriose Situation, das hatte ja Frau Obstadt-Minges vorhin angesprochen, und zwar diese Geschichte mit Markus Off, der ja die Rolle des Jack Sparrow gespielt hat. Normalerweise wird ja Johnny Depp von jemand anderes gesprochen, aber in diesem Fall halt eben von Markus Off. Ihr kennt ja mit Sicherheit den vierten Teil, weiß nicht, wie das bei dir ist, Dennis, ob du den vierten Teil kennst. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ihn auf jeden Fall kennst, Christoph. Ja. Da wird er ja von seinem Stammsprecher gesprochen. David Nathan. Nathan spricht er sich aus. Okay. Nathan spricht er sich aus, genau. Nathan, okay. Der hatte ja auch in dem ersten Trailer von Flucht der Karibik 1 die Jack Sparrow bereits gesprochen. Also so wie ich mitgekriegt habe, war es ja so, dass Markus Off wollte für den vierten Teil die Rolle auch übernehmen, allerdings hat er dafür ein bisschen mehr Geld verlangt, was ja auch absolut gerechtfertigt war. Er hatte das, glaube ich, so argumentiert, dass Schauspieler ja auch eine gewisse Gage kriegen, und er als Synchronschauspieler hatte ja eigentlich auch, wollte nicht die gleiche Gage haben, aber zumindest ein bisschen mehr für seine schauspielerische Leistung, und das hatte man ja dann entsprechend abgelehnt und deswegen dann David Nathan dafür wieder genommen für die Rolle. Ich persönlich muss aber sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, aber ich finde eigentlich Markus Off in der Rolle besser. Er bringt das einfach viel besser rüber. Im vierten Teil hat es David Nathan versucht, auch so
rüberzubringen, wie es Markus oft gemacht hat, aber nee, es war nicht die gleiche Leistung, finde ich zumindest. Ich fand es auch sehr ungewohnt, muss man dazu sagen. Genau, und deswegen sage ich genau das gleiche wie du. Markus Off war einfach prädestinierter für diese Rolle. Deswegen kann ich es auch schon verstehen, warum sie ihn damals dann im ersten Teil damit besetzt haben. Jetzt haben wir natürlich noch andere Charaktere hier in diesem Film. Wir haben zum Beispiel einen Orlando Bloom, der bereits schon durch die Herr-der-Ringe-Filme sehr bekannt geworden ist. Ich glaube, ich würde sagen, durch den ersten Teil von Fluch der Karibik auch, ich sag mal, den absolut letzten Sprung zum A-Schauspieler oder A-Promi geschafft hat. Keira Knightley oder Knightley, wie immer man das aussprechen möchte. Ich sag ganz ehrlich, im ersten Teil finde ich sie noch super. Ich finde diesen Charakter allerdings mit der Zeit dann immer nervtötender. Und vor allen Dingen auch sie als Schauspielerin, beziehungsweise in der Rolle von Elizabeth Swann. In diesem Teil geht's allerdings noch. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ist schon ein bisschen merkwürdig. Die Charakterentwicklung. Finde ich jetzt eigentlich nicht, weil Elizabeth Swann ist ja, ja, die wird da halt so quasi in diese Rolle hineingedrängt, nicht? Dass sie da den, jetzt muss mir mal kurz helfen, wie heißt derjenige, den sie heiraten sollte? Das ist Will Turner. Nein, im ersten Teil sollte sie doch einen anderen heiraten, erstmal. James Norrington. Norrington, genau, das war's. Norrington. Sie wird ja da quasi in diese Rolle hineingedrängt, also dass sie Norrington heiraten soll, dass sie da, was weiß ich, dieses Korsett da anzieht, worauf sie ja eigentlich gar keinen Bock hat, was man ja auch an ihrer Mimik sieht. Und dann kommt eben halt Jack Sparrow daher und der ist anders als diese High Society, sag ich mal. Er ist schmuddelig, er ist dreckig, er bedient sich einer Gossensprache, sag ich mal, und das fasziniert sie ja eigentlich schon mehr als dieses Gehobene und dieses Etepetete-Zeug, ja. Von daher finde ich die Charakterentwicklung gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir natürlich dann noch den William Turner, der eigentlich auch nur ein einfacher Mann ist. Er ist Schmied. Ich hätte jetzt was gesagt, nicht besonders intelligent, aber ich meine, so dumm ist er ja jetzt auch nicht, aber er ist halt ein einfacher Mann, ein einfacher Bürger. Da finde ich die Charakterentwicklung gar nicht so schlecht. Also die passt schon. Ja, wobei es schon ein bisschen merkwürdig ist, dass er so komplett bereit ist, sogar in den Tod zu gehen für Elizabeth Swann. Anstatt dass man, also ich finde, man hätte das ein bisschen anders anlegen können, so nach dem Motto, komm, wir gehen jetzt los und wir retten sie. Wir versuchen alles, was wir können und hätten diesen ganzen, ich wäre bereit für sie zu sterben, Mist einfach weggelassen. Ja, aber da musst du wieder differenzieren, Jens. Ich meine, der Mann hat ja durchaus ein Interesse an dieser Frau. Und wenn man halt verliebt ist, dann macht man halt Sachen, die man vielleicht unbedingt jetzt nicht rational erklären kann. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Freund von so Schnulzengeschichten, aber ich fand, in dem Film war das okay. Also es hielt sich in Grenzen. Ich meine, gut, ich mag den Charakter William Turner nicht, weil er halt im Verlauf der Geschichte mir zu wehleidig wird, aber okay. In dem Teil hat es aber noch gepasst, also das hat mich jetzt nicht gestört. Stimmt, muss ich dir recht geben. Also er wurde mit den zunehmenden Teilen tatsächlich ein bisschen wehleidig, ja, das stimmt. Obwohl ich ganz klar sagen muss, dass er ab dem vierten sehr fehlt, wo Keira Knightley mir überhaupt nicht gefehlt hat. Da vermisse ich ihn doch schon sehr, ganz ehrlich. Es haben viele einfach gefehlt im vierten Teil. Ne, das ist auf jeden Fall zumindest meine Meinung. Was ich allerdings sagen muss, das Tragende an diesem ganzen Film ist ja nicht die Geschichte, sondern für mich ehrlich gesagt die Komik. Und die Komik ist so eigentlich kaum vorhersehbar. Sie ist so völlig unerwartet. Nur allein diese Geschichte, wie Will Turner da an diesem Kronleuchter da oder was das ist, herumfummelt und auf einmal so abbricht und dann einfach irgendwo in so ein Gefäß verschwinden lässt. Oder halt diese Geschichte, wo Jack Sparrow das erste Mal eintrifft, wo dieses Schiff, dieses Boot dann auch untergeht und er dann noch auf dem Mast da steht und dann ja so flockig auf den Steg gehen kann. Das war richtig. Das sind so Dinge, die sind völlig unerwartet gewesen. Die haben für mich einfach einen frischen Wind von Humor mitgebracht und haben sehr wenig mit Klischees gearbeitet. Das fand ich eigentlich sehr, sehr gut an der ganzen Geschichte. Ja, also wie gesagt, ich muss dir recht geben. Also der Humor ist schon sehr gut und auch unerwartet.
Also wie die eine Szene, die du angesprochen hast, als Jack Sparrow das erste Mal auftaucht, eigentlich nur mit dieser Nussschale. Man erwartet einfach, dass er auf einem riesigen Schiff da angesegelt kommt und dann ist das einfach nur so eine kleine Nussschale, die gerade untergeht. Herrlich. Ich finde auch die eine Szene so geil, als er in der Zelle liegt und Will Turner ihn befreien will und er sitzt da einfach nur arschcool in dem Heu und sagt einfach nur so, hi. Das ist so geil. Ja, also wie gesagt, also vom Humor her ist der Film wirklich top. Also keine Frage. Wobei ja diese Geschichte mit dieser Nussschale, die du meinst, das ist eine Hommage, ne? Ich glaube an einen Buster Keaton-Film oder so. Der Navigator? Das kann gut sein. Also da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich meine, den Film mal gesehen zu haben, aber da gibt es, glaube ich, einige Hommages drin. Na gut, das fällt einem natürlich wirklich nicht so auf. Ich habe gerade mal jetzt hier nachgeguckt. Es ist tatsächlich der Navigator von 1924. Ja, das muss einem nicht unbedingt im Gedächtnis sein. Aber trotzdem. Nein, weil du auch am Anfang erwähnt hattest, dass der Film ja auf diese Attraktion in Disney World basiert. Ne? Es gibt ja auch so viele viele Sachen, die aus dieser Attraktion eben herausgenommen wurden. Ne? Zum Beispiel der Hund, der die Schlüssel hat und die Leute in den Zellen versuchen, diesen Hund anzulocken, um diesen Schlüssel zu bekommen. Das wird ja da auch so dargestellt. Sowas zum Beispiel. Ne? Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, gut, ich bin kein... Ich war noch nie in Disney World, von daher war mir das so auch nicht bewusst. Ich habe das auch irgendwo mal gelesen. Aber so nette kleine Easter Eggs, also sowas finde ich eigentlich immer ganz gut. Ja, also ich mache jetzt mal einen riesigen Sprung und komme so auf das Ende des Films. Was mir damals ehrlich gesagt ab dem zweiten Film ziemlich gefehlt hat, ist, was sich im ersten für mich so ein bisschen andeutete am Ende des Films, und zwar, wo Will Turner Jack Sparrow freigekämpft hat und die beiden so wirklich musketiermäßig gegen die anderen angetreten sind. Und dann so mit dieser Musik, das bekannte Thema von Fluch der Karibik, das dann da so unterlegt hatte, und auch mit diesem Hut, den Will da aufhatte, hatte mich echt an Musketiere erinnert. Und ich dachte, ey, das wäre geil. Die beiden zukünftig in einem weiteren Teil, wenn die richtig als Freunde da irgendwo durchgehen. Oh Gott, was wurde ich ab dem zweiten Teil bitter enttäuscht. Die beiden gehen getrennte Wege, nix davon, sie bescheißen sich gegenseitig, wo sie nur können. Nix von wegen, wir sind die tollsten Freunde und stehen zusammen und fallen zusammen, jedes Bad Boys-Thema. Gar nichts. Sehr, sehr schade. Mein Geschmack hat dann überhaupt nicht getroffen. Also es war überhaupt nicht mein Fall, der Film. Also ist die Thematik mit den Piraten oder so, das hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Also deswegen kann ich da jetzt auch nicht so großartig was zu sagen. Natürlich, technisch oder so ist sehr gut gemacht. Bestimmt auch lustig und alles, aber wie gesagt, es hat überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen. Ich bin kein Fan von dem Film. Also wie gesagt, gegenüber dem allgemeinen Kanon mag ich den Film nicht so wie die breite Masse. Wie gesagt, für mich ist das Popcorn-Kino. Aber auch wenn der Humor in dem Fall nicht deplatziert war, er war stimmig, auch der Charakter Jack Sparrow hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, er vermag mich nicht so zu begeistern wie die nachfolgenden Filme. Also besonders Fluch der Karibik 2, Dead Man's Chest, das ist für mich die Krönung der Filmreihe. Schon allein, weil ich den Charakter Davy Jones halt sehr gut finde. Aber gut, kommen wir vielleicht später mal darauf zu sprechen. Von daher würde ich dem Film einfach mal prozentual gesehen, ja, 65-70% geben. Das ist eigentlich eine ganz gute Wertung. Jetzt sind einige Jahre vergangen, seitdem ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und ich habe ihn im Kino gesehen. Und nach all diesen Jahren ist natürlich, was jetzt so das Tragende des Films ist, also die Comedy, ist der Gag natürlich auch irgendwann weg und verschlissen. Sodass ich sagen muss, dass mir tatsächlich Teil 2 und 3 einfach besser gefallen. Was natürlich nicht heißen soll, dass der erste dadurch irgendwie in meiner Gunst weit gesunken ist. Sagen wir einfach, die Meinung über den Film hat sich bei mir etwas mehr gesetzt. So gebe ich abschließend gute 75%. Ja, eigentlich sind wir damit eigentlich schon durch, oder? Das war's. Das war's. Das war's. Ja,
dann würde ich sagen, war eigentlich eine wirklich sehr nette Sendung. Wir hören uns einfach hoffentlich das nächste Mal. Vergesst nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis in 14 Tagen oder so. Bis dann mal. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und ich denke auch, dass wir uns dann alsbald wiederhören werden. Bis dahin.